Ja, herzlich willkommen zur Nuit des Idées, zur Nacht der Ideen, die heute zum sechsten Mal gefeiert wird in zwei deutschen Hauptstädten, in Berlin und in Tübingen. Da bin ich jetzt gerade in Tübingen, der Hauptstadt der Ideen. So denke ich jedenfalls. Seit vielen hundert Jahren werden hier großartige Ideen geboren. Was ist die Nacht der Ideen, die Nuit des Idées? Es ist eine Nacht, in der man über Dinge redet, sich inspirieren lässt, Ideen tanzen lässt, zwischen uns hin und her gehen lässt, sie wachsen lässt und uns gegenseitig inspirieren. Das Thema dieser Nacht der Ideen ist Nähe. Proche. Ist ja eine deutsch-französische Nacht auch irgendwie. Was ist das? Nähe, etwas sehr Relatives. Was ist nah? Wie nah muss das sein? Was hat es mit Distanz, mit Abstand, mit Vertrautheit oder auch Fremdheit zu tun, mit Erfahrungen, mit Gefühlen und natürlich auch mit Sprache? Und über all das werden wir uns auch unterhalten. Wer denkt sich denn sowas aus? Wer steckt da dahinter? Zum einen ist es das Institut Culturel Franco-Allemand in Tübingen, Ariane Batou-Tauvent. Die Direktorin ist die Initiatorin gemeinsam mit dem Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies, dem CIIS, ein Institut der Universität Tübingen, mit Nils Weidmann als Direktor und seinen Kollegen, die wir nachher alle noch kennenlernen werden. Ja, was machen wir? Wir lassen uns inspirieren, habe ich gesagt, von Fotos am Anfang. Das war eine Fotoausstellung. Wir haben einen Call of Fotos gemacht. Jeder konnte Bilder einschicken, die für ihn dieses Thema Nähe, Distanz in diesen Zeiten der Pandemie ausdrückt. Und die haben wir gezeigt zur Musik, die Ninon Gloger auf dem Klavier gespielt hat. Ein Stück von Debussy. Das muss man auch wissen. Ja, und ich habe gesagt, wir lassen uns inspirieren, wir reden miteinander. Ihr alle im Netz könnt mitreden. Wir sind in der ganzen Welt zu sehen, zu hören. Wer etwas sagen möchte, fragen möchte, im Chat. Ariane sitzt und wartet auf eure Anregungen, Anmerkungen, Fragen oder was auch immer euch in dieser Nacht der Ideen bewegen mag. Und damit kommen wir auch schon zu unserer ersten Runde. Es geht um philosophische Überlegungen und Diskussionen in Deutsch und in Englisch. Wir fangen in Deutsch an. Und es geht natürlich um den Begriff der Nähe. Die Kollegen, die da diskutieren, wir werden sie auch gleich sehen, sind Evelyn Jo Fleck, Abed Kanur, Nils Weidmann und Hora Sabarja-Dizar. Sie sind alles Forscher, Wissenschaftler, die am CIIS der Universität Tübingen arbeiten und sich über die Frage, was ist Nähe, was bedeutet es, Gedanken gemacht haben und die jetzt in mehreren kleinen Runden miteinander darüber sprechen werden. Und ich mache die Bühne frei für vier Wissenschaftler, die sich schon viel überlegt haben und ihre Ideen jetzt austauschen. Ja, guten Abend. Wir freuen uns, heute Abend dabei zu sein, hier zu sein. Wir freuen uns, hier zu sein, und zwar jeder vor seinem Computer. Das heißt, es tut sich auch schon die Frage auf, wie sehr sind wir und wie gut sind wir über diese Vermittlung der Technologie und des Internets auch tatsächlich beisammen. Wie nah oder fern stehen wir uns gerade? Und damit möchte ich das ansprechen. Und zwar, wie sieht es eigentlich aus? Wie empfinden wir, wenn wir es mit Technologien zu tun haben, mit Fernseher, mit Radio, mit Internet, also mit Bild- und Tonübertragung? Wie empfinden wir da die Ferne? Sind wir da auch wirklich bei den Dingen nah dran? Mit anderen Worten, ich würde da auf ein Beispiel eingehen, zum Beispiel Straßenproteste. Also wenn jetzt über Fernsehen, wenn wir einen Straßenprotest in einem entfernten Lande beobachten, dann geht uns das doch irgendwie an. Oder wir können auch auf einen anderen Sender schalten und uns denken, naja, ich schaue mir heute Abend lieber einen Film an. Was aber, wenn dieser Straßenprotest dann sich gerade über die Medien ausbreitet
und auch am eigenen Ort stattfindet, so dass plötzlich der Protest vor unserer Tür stattfindet, ist er dann schon näher? Also ist das schon näher an uns dran gerückt? Oder ist es erst dann nah, wenn ich von meinem Sofa aufstehe und mir überlege, daran teilzunehmen oder vielleicht rauszugehen und denen zu sagen, sollen aufhören, falls ich der Ansicht bin, dass das kein wichtiges Thema ist oder wie auch immer. Die Frage, die sich eben stellt, ist, wann kommen uns die Dinge näher? Wie gelingt es, Technologien das zu übertragen? Und wann ist es bei mir angekommen? Erst, wenn ich selber Stellung beziehe oder auch schon dann, wenn ich das im Fernsehen gesehen habe. Bringt Technologie die Dinge näher? Oder ist es so, dass Berichte im Internet und so weiter gerade Dinge verflachen und die Möglichkeit der richtigen Anteilnahme in Frage stellen? Also damit würde ich zunächst diese Frage der Nähe stellen, auch ausgehend von unserer Situation jetzt gerade. Sind wir gerade nah beieinander und wie ist das möglich? Ja, vielen Dank, Evelyn. Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Du hast es jetzt Technologie genannt. Ich würde sagen, du hast ganz interessant den Aspekt der Medialität angesprochen. Also Computer, Fernsehen, Radio hast du angesprochen. Das sind Medien und das Medium ist ja tatsächlich das Vermittelnde, also das, was die Ferne vermittelt in die Nähe. Und du hast das schön deutlich gemacht. Ja, wir können übers Internet, über das Fernsehen Dinge, die ganz fern sind, uns nahe bringen. Wir können sie uns quasi die Welt ins Wohnzimmer holen. Diese Veranstaltung können wir, obwohl sie virtuell stattfinden muss, wir hier im CIS sitzen, können andere Leute zu sich nach Hause ins Wohnzimmer holen und ganz nah haben. Das ist ein riesiger Vorteil. Wir könnten sonst diese Veranstaltung heute Abend gar nicht durchführen. Deswegen sieht man sozusagen den Vorteil dieser Medien, die Ferne reduzieren können. Aber, und ich glaube, das ist ganz interessant, darüber nachzudenken, es ist doch eine etwas andere Nähe, die wir da erfahren. Und zwar scheint mir, dass über die Medien Zwischeninstanzen von Nähe fehlen. Es ist sozusagen das ganz Ferne direkt in das Wohnzimmer geholt und es fehlen die Zwischeninstanzen, die wir etwa hätten, wenn wir das tatsächlich als ein reales Treffen im ICFA machen könnten. Da wären wir gemeinsam in einem Raum, würden dort die Atmosphäre teilen, wären dann auch anders involviert, könnten beispielsweise als Zuschauer nicht einfach aufstehen und sagen, ach, ich hole mir jetzt noch eine Tasse Kaffee oder eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank und mal kurz weggehen, sondern wären anders involviert auch betroffen. Das ist eine Erfahrung, die wir gerade ganz stark machen in der Corona-Situation, glaube ich. Also mit Homeschooling, auch hier an der Universität mit der digitalen Lehre, was wunderbar funktioniert. Wir können alle Stoffe genauso vermitteln. Wir sehen unsere Studierenden, wir können diskutieren, aber es fehlen diese Zwischeninstanzen. Und es ist eine andere Form von Nähe, die geschaffen wird, die letztlich, glaube ich, immer dazu führt, dass sie uns persönlich sozusagen existenziell weniger betrifft, weil wir aufstehen können und sagen, ach, ich lasse den reden, ich hole mir so lange eine Tasse Kaffee und dann komme ich wieder dazu. Das heißt, ich kann mich wegwenden, es betrifft mich weniger, als wenn ich tatsächlich im Hörsaal anwesend bin, wenn ich tatsächlich involviert bin, wenn ich das Stühlerücken und die schlechte Luft mitbekomme und mich dem nicht entziehen kann. Ich glaube, dass das eine ganz interessante Erfahrung ist, die wir ja jetzt gerade auch in Corona-Zeiten diskutieren und alle Schüler, Studierende, Lehrer, alle am eigenen Körper
erfahren. Wenn ich das richtig sehe, machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung durch ein Video. Und wir haben ja ganz viele Künstler auch gefragt und haben ihnen im Grunde freigestellt, was ihre Idee oder welches Stück sie zum Thema Nähe gerne vorstellen möchten. Und als erstes kommt Carlos Valenzuela an der Gitarre. Ja, Nähe in Zeiten medialer Vermittlung, das war das Thema, über das Evelyn und Nils gerade miteinander geredet haben. Und daran machen wir jetzt nochmal weiter. Das ist das Typische, das Mikrofon, das passiert mir bei den Seminaren dann auch immer wieder. Verzeihung, wir haben noch die Körperlichkeit nicht angesprochen. Dabei ist doch die Erfahrung von Nähe zunächst, glaube ich, immer eine körperliche Erfahrung. Uns ist nah das, wonach wir greifen können. Die Tasse, die auf dem Tisch steht, nach der ich greifen kann, ist nah. Oder das, was mich berührt, ist nah. Und es gilt auch umgekehrt, etwas, dem wir uns nah fühlen, zu dem suchen wir körperlichen Kontakt, also Mitmenschen. Wir nehmen Mitmenschen in den Arm, weil wir die körperliche Nähe suchen dort, wo wir uns nah fühlen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Ich glaube, dass wir tatsächlich Nähe und Ferne nur erfahren können, weil wir körperliche Wesen sind. Das ist ganz offensichtlich. Also Geister erfahren keine Nähe.
Umgekehrt ist es aber natürlich so, dass wir nicht Körper im Sinne irgendwelcher Dinge in der Welt sind, weil wir nicht nur berührt werden können, was Geister nicht können, sondern wir können auch selber aktiv berühren. Das heißt, wir haben einen Körper, der ausgezeichnet ist, dadurch berührt werden zu können und berühren zu können. Die Philosophie, die Phänomenologen sprechen von der Doppelempfindung, berührt werden und berühren, die den menschlichen und wahrscheinlich auch den tierischen Körper auszeichnen und uns überhaupt erst sowas wie die Erfahrung von Nähe und Ferne ermöglichen. Ja, da würde ich gerade mal dazu fragen. Und zwar, wie siehst du das, wenn dem so ist? Wie nah stehe ich dann bei mir selber? Also wenn ich über diese körperliche Vermittlung erst, über den Körper erst Nähe und Ferne erfahre, dann stelle ich mir aber auch die Frage, wie kann ich, wie nahe stehe ich bei mir selber, weil ich doch in diesem Körper quasi bin, aber brauche ich nicht trotzdem die Entfernung zum anderen, damit ich die Nähe überhaupt erfahre? Also diesen Bezug, dass jemand vor mir steht, neben mir steht, dass ich jemanden oder auch etwas oder auch ein Tier umarmen kann, oder anfassen kann. Wie steht das darum? Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil tatsächlich, wenn ich nochmal auf diese Doppelempfindung berühren, berührt werden zurückkomme, wir können unser eigenes Berühren, also wenn wir Dinge, andere Menschen berühren, das können wir nicht selber nochmal erfahren als ein Berührtwerden. Es ist immer, wir können unser Berühren nicht nochmal eigens berühren und ertasten und das als quasi das Berührtwerden berührt wird. Und so können wir uns selber gar nicht in der Weise nahe treten, körperlich, wie wir das anderen Menschen gegenüber können, sondern erfahren uns in unserer eigenen Körperlichkeit tatsächlich erst im Austausch mit anderen. Abit. Da würde ich auch so einsteigen. Als ihr über die Pandemie-Erfahrung gesprochen habt, ich habe mir gedacht, dass einerseits habe ich durch das Internet die Möglichkeit, mit den anderen in Kontakt zu treten. Zum Beispiel in meinem Fall, ich nehme an Seminaren in Paris, in Wuppertal, in anderen Orten teil. Also das ist wirklich das vieles möglich gemacht hat. Aber andererseits, die Pandemieerfahrung hat für mich zum ersten Mal mein Zuhause, mein Gefängnis, aus meinem Zuhause mein Gefängnis gemacht. Und zwar, das, was mir wirklich mein Zuhause ist, ganz, ganz, ganz in der Nähe ist, meine Nähe, kann, wenn ich gezwungen bin, drin zu bleiben, da hat sich auch drin etwas geändert. Das war so ein Punkt, der mir so eingefallen ist. Aber auch die Pandemieerfahrung hat mich dazu gebracht, über die Erfahrung der Krankheit nachzudenken. Und zwar, unser Körper ist uns am nächsten. Aber was denn, wenn ich krank werde? Ich erfahre eine Art Entfremdung meines eigenen Körpers. Und zwar, ich erfahre meinen Körper, als ob ich nicht in diesem Körper bin, sondern etwas Fremdes in mir erfahre. Das würde mich interessieren, was du oder Evelyn oder Sora dazu denken. Ich würde gerne auf den ersten Teil kurz was sagen und die beiden anderen dann auf den zweiten Teil vielleicht lassen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Pandemieerfahrung, die wir jetzt gerade machen, die uns von sozialen Kontakten abschneidet, dass wir die als ganz schrecklich erfahren. Es ist ein riesiger Verlust. Also die Nähe, auch die körperliche Nähe zu anderen, dass wir jetzt in getrennten Räumen sitzen und nicht gemeinsam in einem Raum, das ist tatsächlich ein Verlust. Und wieso ist das so ein Verlust? Da kann man ein bisschen näher drüber nachdenken. Und ich glaube, dass man tatsächlich
dann auch dahin kommt, dass wir als körperliche Wesen eben tatsächlich in Berührung mit der Welt sind. Wir sind der Welt ausgesetzt, aber dieses Ausgesetztsein der Welt, die Welt empfinden können, bedeutet auch, dass wenn sie uns genommen wird, uns ein wesentlicher Teil unserer Selbst fehlt und wir diese Selbsterfahrung nicht in der Weise aufbauen können, wie wir sie im Austausch mit anderen aufbauen können. Das heißt, wir drohen gewissermaßen zu deprivieren. Ja? Und deswegen also hoffentlich bald ein Ende und wir können wieder raus und uns treffen. Nähe, ohne Körperlichkeit ist schwierig. Es fehlt uns was in der Pandemie. Gedanken, über die wir sicher heute noch mehr sprechen werden. Wir schauen uns dazwischen noch ein Video an von Nino Gloger, die sich ihre künstlerische Form dazu ausgedacht hat. Ja, wir bleiben beim Thema Nähe, Distanz, körperlich oder medial vermittelt. Wir bleiben beim Thema, aber wir wechseln in eine andere Sprache und diskutieren diesmal in Englisch. Yeah, I would like to open a short discussion and I would like to begin with the difference between proche in French, which means basically relatives, near in German, which means basically the proximity as the English translation, and we have the concept of proximity in English. I think these nuances are important because first of all, for a French speaking person, proche is in the first round about the others and our relationship to others, but near in German and proximity is about
is at first the beginning kind of special concept, and that's exactly with this special approach through our experience of the proximity that I want to have a short conversation now with our English speaking colleague Hora. We is learning German now, but I wanted to say that our lived experience of space is always from a here, and this experience is always the experience of someone from somewhere, and that's why we speak in phenomenology about the absolute here, and this absoluteness of here is, it doesn't mean that it's not about my personal experience or your personal experience. It's, this absoluteness is the absoluteness of the, we call it the subjective experience. It means that always this experience is the experience of someone from somewhere. And exactly about the proximity, this absolute here of someone gives us also the possibility to think about there, or a place which is not my place, but try to imagine myself to be there, even though if when I'm there, my experience of there, which will be my here, is not exactly the same experience as yours when you are there. But I have this possibility to play with this experience and to imagine being at the place of someone else and to have the experience from somewhere else. It means that although the here of my experience has an absolute character, but it has huge consequences regarding the situation and the position of the other or being there, because it can become relative in the sense that I could be there, and if I could, I would be there. What would I have done? Thanks, Abed. I just wanted to add somehow a distance between there and here. If you're absolute here, always is your absolute here, and everything that is not you or it is not in the sphere of your ownness would be absolute there, then if you imagine that you would experience there, you never can experience there as there. You always experience there as here. And the distance between here and there cannot be, it's an abyss, it's a distance, it's a gap that cannot be overcome. So you can bring into you can bring the absolute there into your attention, but it cannot be yours in terms of there. Mm-hmm. The moment it become yours, it's gonna be your here. So this zero point of starting an experience can always be from here. Mm-hmm. Yeah, Aveline? I would just like to add a little thought, and then I just switch for a moment to German. I wanted to, it's exactly what you're talking about. In German, there is the word Entfernung. So something is far away, it is entfernt. So I switch briefly to explain it. So Entfernung in the first place means distance. Aber wenn man es auf Deutsch sagt und richtig hinhört, dann ist Entfernung aus der Ferne zurückholen. Ich kann etwas als entfernt nur dann erleben, wenn ich es irgendwie schon zurückgeholt habe, wenn ich es irgendwie, wenn ich den Abstand schon durchmessen habe. As you said, when I put myself in that place, so I will never experience it as a there. So Entfernung basically means, it's so the distance, Entfernung means to bring it back, to bring it back in my here, to actually experience it as a here. So, Nils.
I'd like to come back to what Arvid started with, because this is very interesting. You said proche in French actually means something like relatives. It's not proximity in the very first sense, but it's relatives. And the relatives, they are close because they are familiar to me. And this topic of familiarity, I think, is very interesting in discussing the topic of proximity and near, because it tells us that proximity is not only about a spatial place, the spatial area, spatial category, but about familiarity as well. And that's true for objects, things, thoughts, and anything else in the world as well. So proximity means spatial proximity, but not just spatial proximity, but familiarity. And sometimes even something that's spatially close to me may be very distant because I'm not familiar with it, and vice versa. So something familiar, which is distant, I feel close to people, but things in the world as well. It's very interesting, and thank you for this raising this topic. Ja, jetzt bin ich wieder dran, denke ich. Ja, hier bin ich wieder. Also, dass die Nähe im Sinne eines Hier und eines Dorts, Nähe im Sinne von ist mir nah, weil ist mir vertraut und vielleicht familiär verbunden, das sind die Gedanken, die wir gerade ausgetauscht haben. Jetzt hören wir nochmal Carlos Valenzuela mit Lágrima. Aus künstlerischer Sicht scheint Nähe etwas sehr Zartes, Sanftes zu sein. Wir sind aber noch bei der Phänomenologie und sind noch gespannt, was die vier Kollegen uns noch in ihrem letzten Diskussionsteil zum Thema Nähe zu erzählen haben. Thanks, Abed, for opening this English discussion, and I will follow up with the idea of there and here. But I will add somehow a bit phenomenological tune to the idea of experience, that we believe that as phenomenologists, we believe that there is always a normativity in experience. That means there is always a talk of right distance or a not too close or not too far away within the experience. So we have the situation and our experience of proximity and distance
somehow shows the way that we approach the phenomena or what we are going to experience or what is given in the experience to us. So it's a matter of, so we cannot really talk about an absolute proximity or an absolute right space or right distance to something. It totally depends on the situation. It totally depends on our perspective. We are experienced because the experiencing subject has some situation and has a perspective. And according to what kind of perspective I've decided to have in the experience, this idea of proximity will change. That means, so we have a kind of a normalization process in our experience that we call the process of selection and exclusion. That means I decide and I'm actively in the experience of how I tune myself about what is going to be given in the experience to me, the phenomena that is given. So we really cannot talk about an absolute proximity here, but we can have the idea of optimal. So there is a specific distance that within that distance, what is given in the experience would be in the richest manner. And I experience the phenomena in the richest manner. So we can talk about that optimal distance that I can tune myself within the experience. But yeah, please. Yeah, thank you. Because it's about a reorientation of our discussion. Until now, we were discussing about the experience of the proximity, and phenomenology is the philosophical method to talk about the lived experience. The phenomenology begins with the experience of the of for example, now in our discussion is the proximity, but we have also the phenomenology of space, of time. But the new direction you give to our discussion is that we can also talk about the proximity of the proximity as a process in the process of the experience. What is the proximity in the process of experience? For example, it can give a concrete example. If you look at a painting of Claude Monet or, for example, Seurat, if you are too close to these paintings, you don't see anything. You have to get distance, and then you are, as you said, the richest point where you can see actually what it is about. And or another example, if I have my my hand under a microscope, it is too close and I don't recognize my own hand because I'm too close to it. We can also generalize this questioning and ask about the relationship between human subjects. If there is also a role for distance to play in order to have the richest point of contact with others. That's a normative question, but as much as the human experiences are concerned. Yeah, that's a really interesting point. And I think what we're experiencing and the uncomfortable experience of pandemic, that's exactly the point that I believe that it seems that our normative understanding of experiencing something in proximity is now be challenged by pandemic. So it's a kind of... you know, it's asking us or it's challenging us to maybe introduce no new normative order within our experience. Yeah, Evelyn, bitte. So thank you, Hora. No, I really like this idea, and I was wondering, there is a negative connotation to it, like it challenges my normativity or the way I used to live, so my everyday life. But isn't there also somehow a chance? I mean, precisely this
this chance of interfering sometimes dramatically with my everyday life, but kind of challenging me to see that this whole normativity that I built up, it is just a construct. So, and forces me to see that it's actually a lived, not all of these distances or proximity or distance is just normative. It's just, it's also lived, it's experienced, it's, I kind of feel into it, like how I have to, so it's not, because normative would come from outside, would come from society somehow, right? So is it normative if I deal in a certain way with a certain thing? So if I feel it as being close to me or distant from me, so where is the norm? So it challenges this aspect of norm. Yeah, Niels. So. Thank you so much for discussing this, because I think it's very important to see that there's no external norm. So if we speak in philosophy, we speak of norms, we usually assume there to be maybe even a universally valid norm, an external norm, which somehow regulates our distancing in a certain situation. But it is vice versa. The situation itself constitutes its own norms and rules. And so in each situation, I have to find a new norm of which proximity, which distance is the correct one to find and to hold. And I think this is the very interesting thing. There is something like a good distance, a good proximity. There's something like a normative structure within each situation, but we can't know it in before, but we have to find it while experiencing, while being in this situation, while experiencing the particular situation. So approaching somebody, I usually keep, let's say, at least a meter distance. I should approaching another person, but not in every situation. There's different situations. You can't set up a norm saying all time approach another one just with distance of a meter. There may be situations where I have to even keep further distance, or may come closer, should come closer, must come closer. So it really depends on each situation. And the interesting question now is, where do the societal norms come from? Because we all know there is some societal norms. Abed. I don't know if we have time. I had just a short comment, and I wanted to say that once we deal with the proximity in a relationship with someone, we are not done with it. It is, for example, in relations, it is always to something to discover. It's always something to do deepen. And that's why we can't say that the proximity I've dealt with it and this person is close enough to me. You can we have this special approach to the proximity. But let us take the example of relation, human relation, and try to imagine us. What is at stake when we are talking about distance in the relation? It's not special. And then this distance takes another meaning and another sense. If we still have time, as I can see, probably we have, the idea of every situation is embedded some orders or some norms within itself. Somehow, it's an interesting thought, because
sometimes these situations impose on us, like pandemic, and then we are not ready really to challenge the norms that we used to dealt with. And the moment that situation is imposing on us, we're thinking about, okay, that's a crisis. So mostly we understand crisis as the crisis of norms. We understand it because it troubles us and we cannot handle it and we couldn't get the optimal point in the experience that easily. It takes a while. It takes a lot of pain. It's a painful experience because we really cannot know how to have the best or the richest point in our everyday life, in our everyday experiences. But this is the imposing of the situation that is hurtful, and we call it crisis. Yes, Nils, please. I do think you're right, Hora. In philosophy, we all know crisis. They may have a chance. There may be a chance within crisis. And the same is true here, because you said, well, we experience something to be a crisis because it challenges the norms we usually rely on. On the other hand, norms kind of are frozen ways of experience. And so the crisis challenging this norm reenacts our experience, revitalizes our experience. So we have to find the norm anew, but by this we get back into experience, and this really helps us to find our way in the world. And I think this is even true for the corona pandemic we are experiencing right now, because we we are missing a lot, but we are kind of thinking about what is important to us, which situations we are really missing, whom we want to meet first after this pandemic. And this is kind of a revival of our experiencing. And that's a very important and a positive chance within this crisis, I think. Abed. Perhaps it could be helpful to distinguish between the question of normativity and the optimum or optimal. I would say, as Evelyn said, the norms normally come from outside, are socially, politically, morally set, and we are living these settings. But optimum, the term you used, Hora, I think it could be helpful because it's something which comes from the inside of the experience. As the example of, for example, the painting, I try it. I go too close to the painting of Monet. I take distance and I go too far. And then there is an optimum. And this optimum is coming out of my experience. And I was thinking, like an experiment, how is it possible to have the same process, or do we have the same process in the in our relation to others? I believe, es geht um Nähe heute Abend. Wir haben jetzt gerade gehört, es geht um den optimalen Abstand. Gibt es den? Ist es eine Norm? Woher kommt die? Aus uns, aus Erfahrungen von außen? Und was macht Corona mit all dem? Wird in dieser Krise der Abstand neu vermessen? Unser Verhältnis zu anderen, zu Distanz und Nähe, wird etwas neu justiert in dieser Herausforderung der Pandemie? Und ist das eine Bedrohung? Empfinden wir so eine Verletzung? Oder ist es auch eine Chance vielleicht? Das sind die Gedanken, die wir gerade hier ausgetauscht haben. Ihr könnt alle draußen, die ihr zuhört, mitdiskutieren, Fragen stellen, Gedanken in den Chat schreiben. Ariane sitzt da und wartet auf Anregungen von außen. Es ist eine Nacht der Ideen, die ist für alle da. Jeder kann an diesen Ideen teilhaben, sie weitertreiben.
Wir hören nochmal Musik von Carlos Valenzuela so lange und anschließend Marcel Martinez Bonifacio an der Orgel. Thank you.
Draußen ist es inzwischen Nacht, dunkel, aber es ist die Nacht der Ideen, die Nuit des Idées, in der wir uns mit dem Thema Nähe aus allen Perspektiven beschäftigen, künstlerisch, philosophisch. Und wir freuen uns hier in Tübingen ganz besonders, dass jetzt bei uns quasi in der Nähe Yoko Tawada, eine Autorin, die in Japan geboren ist, aber heute in Berlin lebt, jetzt auch in Berlin sitzt, wie ich sehe sie schon, und die uns heute etwas lesen wird aus ihrem neuesten Buch, eine Erzählung, die heißt Paul Celan und der chinesische Engel, eine Erzählung, die im Konkursbuch Verlag hier in Tübingen verlegt worden ist. Und wir freuen uns ganz besonders jetzt auf Yoko Tawada und Ausschnitte aus ihrem Buch. Also, vielen Dank und guten Abend. In meinem neuen Buch, das sieht so aus, geht es um einen Forscher, der in der Pandemie, der sich mit Paul Celans Gedichte beschäftigt, und er lernt einen rätselhaften Mann kennen. Aber so weit kann ich heute nicht lesen. Das ist eine kurze Lesung. Der Patient ist überrascht, denn es ist kein Mann, sondern eine Frau, die hinter ihm steht und ihn vertreten will. Frauen können manches besser. Und es ist nichts Verwerfliches, sich durch eine Frau vertreten zu lassen. Ehrlich gesagt glaubte er nicht einmal, dass es um eine Tradition der Hosenrolle geht, sondern dass er aus Versehen eine Hose anhat. Er muss sie ausziehen, und weil er nicht so zur Arbeit gehen kann, bleibt er lieber im Bett. Krank werden ist eine Sache, krank schreiben lassen ist eine andere. Der Arzt klickt die Wörter auf dem Bildschirm an. Müdigkeit, Antrieblosigkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeit, Schlafstörung. Alles nur erfundene Wörter. Der Patient weiß, dass nicht nur diese, sondern auch alle anderen Wörter erfunden und nicht aus der Erde gewachsen sind. Es steht fest, dass er eine Vertreterin braucht. Das geizige Institut bezahlt nur eine halbe Stelle, das heißt, es zahlt einen halben Akademiker. Ein halber Mensch kann nicht gesund bleiben. Seine andere Hälfte, die keine Stelle hat, wird auch krank. Die beiden Kranken nehmen beim Hausarzt zwei volle Sprechstunden in Anspruch. Im Institut braucht man eine Stellvertreterin mit zwei Händen. Es geht also am Ende um zwei Personen und nicht etwa um eine halbe. Warum hat das Institut nicht vom Anfang an zwei Stellen geschaffen? Der Patient will seiner Stellvertreterin die Hand geben. Es ist jedoch keine Frau mehr zu sehen und seine Hand schwimmt ziellos in der Luft. Seltsam, sie stand doch gerade noch hinter mir. Vielleicht hat sie kalte Füße bekommen. Wer soll jetzt an meiner Stelle durch die Flügeltüren gehen? Als Patrick sich für die Paul-Celan-Tagung in Paris angemeldet hatte, kam eine Rückfrage aus dem Büro der Organisation. Welche Nationalität haben Sie? Warum fragen Sie? Je nachdem ist eine andere Stiftung für die Finanzierung Ihrer Flugkosten zuständig. Patrick antwortet BRD, bereut die Abkürzung verwendet zu haben. Es ist feige, nur in Großbuchstaben zu reden. Ich bin ein FM von IFWLB und komme zum IPCK mit AF. Wäre das eine musterhafte Antwort? Mein Selbstwertgefühl ist nicht groß genug, in Kleinbuchstaben zu sprechen. Die Großbuchstaben schützen die Menschen. Später schrieb er der Organisation, dass er nicht an dieser Tagung teilnehmen möchte, weil man dort auf die Herkunft zu achten scheine. Ich bin in Frankfurt geboren und wenn ich das sage, sagen die Schlauköpfe mit schnellen Zungen sofort: Ach, Frankfurt an der Oder, an der polnischen Grenze. Nein, ich bin am Main geboren,
Der Main ist ein Nebenfluss von Rhein, der kein Besitztum von Deutschland ist. Wer redet aber hier vom Besitzen? Ich rede vom Fließen. Ich weiß, keine Stiftung will Geld ins fließende Wasser werfen. Stopp. Der Patient will nicht denken, sondern gehen. Gehen ist ein rhythmisiertes Denken ohne Kommata. Er vergisst vollkommen, dass er Patrick heißt und geht fleißig mit seinen Beinen, die keinen Eigennamen nötig haben. Beine sind Beine. Die heutige Aufgabe ist, das Haus zu verlassen und 10.000 Schritte zu gehen. Es ist leicht, das eigene Haus zu verlassen. Das Elternhaus muss man verlassen haben, um mit dem Leben anzufangen. Das Leben befindet sich zuerst auf einer nackten Straße. Es ist besser, nach links zu gehen. Patrick hat einen jüngeren Bruder, der auch im 18. Lebensjahr das Elternhaus verlassen hat. Er orientierte sich nicht nach links, sondern nach rechts. Ihm war es peinlich, dass sein älterer Bruder lange Haare trug, in einem Café saß und Weiberbücher las. Der Patient ist sich nicht sicher, ob er wirklich oft in einem Café saß. Er weiß auch nicht, ob er wirklich einen rechtsradikalen Bruder hat. Er kennt seine inneren Lippen allzu gut, die gerne lügen. Sie lügen, wo sie können. Sie lügen Tag und Nacht. Sie lügen unermüdlich, ohne Grund oder aus einem Grund, der ihm unbekannt ist. Was hat er davon, wenn er einen Bruder hat, der ein aktives Mitglied einer populistischen oder, um wieder den selbstgebastelten Begriff zu benutzen, papillistischen Partei ist? Doch etwas hat er davon. Er hat definitiv etwas davon, wenn er einen falschen Bruder hat. Es ist eine Orientierungshilfe. Der Patient hat keinen inneren Kompass. Erst durch sinnvolles Lügen kann er einen Stadtplan im Kopf malen. Lügen hilft. Dennoch ist die Erfindung eigener Wahrheit keine Tugend. Der Patient leidet unter schlechtem Gewissen. Dabei tröstet ihn eine Sache. Er lügt ohne Stimme und insofern schadet diese Untat nicht seiner Umwelt. Der Patient hat ein distanziertes Verhältnis zu seinen Händen. Er kennt jeden Buchstaben des Wortes Hand, aber es fehlt ein verbindendes Stück zwischen dem Wort und der Hand. Eine Seele könnte die beiden miteinander verbinden, aber eine Seele ist zu altmodisch. So ähnlich wie das Telegramm. Was heute alles mit allem zu verbinden scheint, ist nicht die Seele, sondern ein digitales Netz. Der Patient spürt eine starke Zuneigung zum Wort Telegramm und auch zum Wort Tetragrammaton, das er von Gikatila gelernt hatte. Es ist der Eigenname Gottes. Sein Beruf ist Gott, sein Eigenname Tetragrammaton. Welches Personalpronomen er für die erste Person benutzt, weiß der Patient nicht. Er weiß nur, dass er ihn duzen darf. Gott muss eine faltenfreie Hand haben, da er keine Biografie hat. Die Linien im Fleisch, besonders eine bestimmte Linie, zeigen die Länge des Lebens an. Je länger die Lebenslinie, desto ferner liegt der Tod. Es stört den Patienten, dass seine Lebenslinie in der Mitte abknickt und in der Handwurzel verschwindet, wo drei Rillen parallel laufen, wie ein Piktogramm für den Fluss. Der Patient glaubt nicht, dass Ceran freiwillig in die Seine gesprungen ist. Als Ceran in jener Nacht in den Wasserspiegel blickte, schubste ihn jemand ins Wasser. Dieser jemand war ein Zufallstäter. Der Patient will sich in das tiefe Wasser wagen, um den Täter zu finden. Denn selbst ein Zufall muss eine Verantwortung tragen. Die Beine des Patienten sind wackelig. Er hat Hornhautverkrümmung, trägt keine Brille. Es gibt weitere Gründe, weshalb der Patient ins Wasser fallen könnte. Kein Priester kann ihn davon abhalten, nachts allein am Ufer Zeit zu verbringen. Einen Freundeskreis, der ihm zum Abendessen einlädt, hat er nicht. Allein die Wissenschaften, deren stabile Säulen
das schwere Dach des Nachthimmels stützen, könnten ihn retten. Leider steht aber kein wissenschaftliches Institut direkt am Fluss, wo die Obdachlosen in ihrem Sack schlafen und durch die Seeschlitze in die Nacht blicken. Ein wissenschaftliches Institut steht meistens auf einem Hügel, weit entfernt vom Wasser. Vielen Dank. Vielen Dank, Yoko Tawada. Wir sehen uns gleich nochmal. Wir reden noch ein ganzes Stück miteinander. Wer mehr lesen möchte, wer jetzt sich inspiriert gefühlt hat, das Buch heißt Paul Celan und der chinesische Engel und ist im Konkursbuch Verlag in Tübingen erschienen. Und wir sehen jetzt Laura Börtlein tanzend und sind gespannt.
Ja, wir sind in der Nacht der Ideen aus Tübingen. Eine Nacht, die sich mit dem Thema Nähe und Abstand, Distanz, Vertrautheit, Fremdheit, Erfahrungen mit Nähe beschäftigt. Wir haben inzwischen zwei Anmerkungen im Chat, die ich zumindest kurz mit einbringen möchte. Christopher Buchholz hat uns geschrieben, man kann sich den Mond im Teleskop anschauen und dann ist er vermeintlich ganz nah, aber in Wirklichkeit ist Nähe doch das sich reiben, sich anfassen können. Alles andere kann er nicht als Nähe empfinden. Und auch für Peter Sadek ist Corona, die Pandemie, für Künstler eigentlich ein Weltuntergang, denn Kunst, Theater lebt von Reibung, von Ruppigkeit, von echter Nähe. Und die findet jetzt eben nicht statt. Wir reden jetzt genau über dieses Thema, über die Erfahrung von Nähe und dem, was sich in dieser Zeit der Pandemie verändert. Und wir reden aus ganz unterschiedlichen Perspektiven darüber. Ich habe drei Diskussionspartnerinnen, zwei Partnerinnen und einen Partner. Und ich sage kurz, wie sie heißen, aber jeder wird sich dann selber kurz vielleicht ein paar Sätze zu sich sagen und auch sagen, was für ihn diese Nähe jetzt, diese Erfahrung, die man jetzt macht mit Nähe oder Nicht-Nähe und was es vielleicht aus der Perspektive der jeweiligen Person bedeutet. Ich fange mal an mit Johannes Fendel. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger, also jemand, der in der Pandemie eine ganz besondere Rolle hat und im Auge des öffentlichen Interesses auf jeden Fall steht. Also wir sind vermeintlich alle ganz nah bei Ihnen und haben auch oft applaudiert, weil sie alle so tüchtig sind und so Unglaubliches leisten in dieser Zeit, wo viele Menschen krank werden. Aber wie geht es Ihnen denn damit? Was ist denn für Sie Nähe jetzt in dieser Zeit oder was ist anders, als es vielleicht war? Ja, guten Abend. Ich hoffe, dass man mich soweit gut verstehen kann. Genau, mein Name ist Johannes Fendel. Ich bin Gesundheits- Hört man mich nicht? Okay. Also ich bin Johannes Fendel, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger am Universitätsklinikum in Tübingen und arbeite auf der anästhesiologischen Intensivstation. Und wir sind im Moment gleichzeitig auch zuständig für die Betreuung von den Intensivpatienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Und genau, ich studiere Medizin hier in Tübingen und mache das quasi nebenher. Ja, was bedeutet Nähe für mich? Für mich ist Nähe in dieser Zeit ja schwierig zu fassen. Ich finde eigentlich, das Miteinander im Moment ist sehr viel eher von Distanz geprägt. Aber wenn ich über das Wort Nähe nachdenke, ist für mich ein großes Thema das Thema Berührung. Ich erlebe es viel in meinem Umfeld, dass vielen Leuten einfach dass die Umarmung fehlt oder das Händeschütteln. Also tatsächlich so banale Sachen wie Händeschütteln, die einem einfach jetzt fehlen. Jetzt, wo man es nicht mehr hat, fällt einem plötzlich auf, was es einem bedeutet. Und genau, das ist einfach, also diese Kleinigkeiten, die jetzt Nähe vermitteln, das ist für mich irgendwie ein großes Thema. Und was für mich ganz neu dazu gekommen ist, ist das Thema digitale Nähe, will ich das jetzt mal nennen. Also irgendwie die Nähe, die ja entstehen muss im Moment fast durch Zoom zum Beispiel. Das heißt, man ist im Kontakt mit Freunden, man ist im Kontakt mit der Familie, aber hauptsächlich über Zoom oder übers Telefon. Und das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Nähe, die man aufbauen muss. Und genau, ich glaube, das sind so die beiden ganz großen Themen, die mich im Moment da durchaus beschäftigen. Ja, wir gehen zu Hanna Neumann. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Für die Grünen sitzt sie in einem Parlament, wo man früher mal gesagt hat, es ist vielleicht so eine Art Raumschiff, ganz weit weg. Das ist ja überhaupt ein Politikproblem. Ist Politik nah genug an Menschen? Und nun ausgerechnet in der Pandemie ist alles wahrscheinlich auch für Sie nicht einfacher geworden. Also Frau Neumann, was macht Nähe, was ist das für Sie, die Erfahrung mit Nähe, was bedeutet das Thema für Sie überhaupt und jetzt ganz besonders in dieser Zeit? Ich muss sagen, dass ich am Anfang der Pandemie dieser
Veränderung von Nähe und Entfernung noch was Spannendes abgewinnen konnte. Und zwar ist es so, dass ich Außenpolitik mache. Und da war es häufig so, dass die Leute, die im direkten Umfeld sind, die waren nah. Und die anderen Menschen, die waren sehr weit weg, was zum Beispiel dazu führte, dass man häufig Veranstaltungen mit immer den gleichen Menschen gemacht hat. Und das Ganze ist dann zu Zoom rübergewandert oder zu anderen digitalen Tools. Und auf einmal waren alle gleich nah oder alle gleich weit weg. Und das hat zu einer Veränderung geführt, mit wem man sich auseinandergesetzt hat und wer auf einmal dadurch auch erreichbar war. Ich muss aber auch sagen, dann war irgendwie der Sommer und man konnte wieder reisen, konnte wieder Leute sehen. Und dann jetzt die zweite Welle, da leide ich doch, also empfinde ich, dass viel mehr dieses Fehlen der Nähe ist, was mir wirklich ganz zentral fehlt, was mir, glaube ich, persönlich fehlt, wie jedem anderen auch. Aber was mir beruflich sehr stark fehlt, weil für mich Politik viel der Austausch mit Menschen ist. Und zwar der Austausch mit Menschen, gar nicht so sehr der geplante. Also so wie man verabredet sich jetzt, ich mache um 19 Uhr eine Sprechstunde im Digitalen und wer mit einer akuten Frage kommt, der ist da. Sondern man trifft sich, man tauscht sich aus, sei es am Fußballplatz, sei es in der Kneipe, sei es irgendwie im Supermarkt. Oder man geht auf Veranstaltungen, hält eine Rede und bekommt aber eine Rückkopplung. Also es kommt immer eine emotionale Rückkopplung, die selten verbal ist, sondern das ist dann wie das Gesicht oder wie jemand sich zu einem positioniert. Und sei es in der Partei oder jetzt mit Menschen, die nicht in der Partei sind, aber denen ich so begegne, darüber kommuniziert sich unfassbar viel nonverbal, wovon für mich sehr viel Politik lebt. Das ist auch genauso, wenn man reist, wie gesagt, als Außenpolitikerin arbeite ich auch in Regionen, die ich im Moment gar nicht bereisen kann. Und das fehlt mir und ich habe dadurch das Gefühl, eigentlich das Raumschiff, was Sie eben beschrieben, was das Europäische Parlament in der Vorstellung ist, so fühlt sich das gerade ein bisschen an. Das war es vorher definitiv nicht. Mir fehlt auch mein Team in diesem Arbeitszusammenhang. Es ist eben viel nur noch so ein Agenda-Abarbeiten und dieses ganze empathische, zwischenmenschliche, das fehlt immer mehr und ich finde schon, dass das auch an den Kräften zehrt zunehmend. Yuko Tawada haben wir gerade schon gesehen. Sie kommt aus Japan, eine Kultur, die vielleicht ein ganz anderes Konzept von Nähe oder Distanz hat. Ich kenne mich sehr wenig aus. Sie leben heute nun schon sehr lange in Deutschland, in Berlin. Wie geht es Ihnen mit diesem Thema Nähe und jetzt auch vielleicht besonders in dieser Zeit, wo man bei Schriftstellern immer denkt, ja, die sitzen sowieso immer allein zu Hause und schreiben. Vielleicht ist es für die gar nicht so schlimm. Wie geht es Ihnen damit? Frau Tawada, Sie müssen Ihr Mikrofon öffnen. Ja, stimmt. Also jetzt hört man mich. Ja, danke. Also was habe ich dann gesagt jetzt? Der Raum ist dann für mich so schwer zu fassen geworden irgendwie, weil es ist an sich gut, dass ich in meinem Zimmer sitze und schreibe. Und vor der Pandemie war es so, dass ich mit Lesungen, mit meinen Bücherveranstaltungen viel unterwegs war. Und wenn man viel unterwegs ist, hat man immer die Ortsnamen. Ich bin in Brüssel oder in Toronto, was weiß ich. Man hat immer diese Ortsnamen und man glaubt zu wissen, wo man ist. Aber in dieser Pandemiezeit hat man eher, ich bin immer in Berlin, aber dieses, wo ist denn das? Ja, diese Unfassbarkeit des Raumes. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, was ist die Ferne jetzt und was ist die Nähe. Und umso stärker sucht man natürlich das in der Sprache selbst, diese Kontakte und die Ferne in die Nähe holen oder die Nähe spüren, was weiß ich, alles findet in der Sprache statt, was sowieso der Fall ist beim Auto, aber das ist trotzdem schwieriger und komischer. Und was den Alltag betrifft, das hat Herr Fendel auch angesprochen, und dass diese Begrüßung, ja, in Japan ist das eigentlich dieses Umarmen und auch zum Teil auch in der Schweiz, in Frankreich, küssen, das ist viel zu viel Nähe. Das war mir zu viel gewesen. Und jetzt ist es zum Glück alles vorbei.
Und nicht einmal Hand muss ich schüttern, sondern alle machen wie in Ostasien so eine Verbeugung. Das ist für mich komisch. Ich weiß nicht, vielleicht vermisse ich ein bisschen die Umarmung, je nachdem. Aber dass man alle umarmen muss, das war mir zu viel. Und jetzt ist es okay, diese distanziert. Aber distanziert zu sein heißt ja nicht, dass man nicht freundlich ist oder dass man nicht zuhört oder dass man da Zuneigung nicht da ist. Das ist in der Sprache, im Gesichtsausdruck und in der Körpersprache. Man muss die ja nicht, man muss die anderen Menschen nicht unbedingt berühren. Aber diese Berührung ist daher ein Thema tatsächlich. Ich denke auch, was ich früher nicht gedacht habe, ist, wir berühren auch die Türklinke oder die Türen von der U-Bahn und all diese Gegenstände. Und man sollte das ja nicht machen im Moment, weil da Bakterien sind. Aber wenn das nicht das Thema ist, machen wir das ja ständig. Und wir tauschen ständig Bakterien, Viren, aber auch alles andere. Und wir haben gar keine Ahnung, was alles ausgetauscht wird durch die Atem, Spucke, berührte Gegenstände. Und all das ist dann jetzt auch Positives. Ich meine, das ist sicher auch was Positives, wenn das nicht die Krankheit erregen. Und wir berühren viele Gegenstände, wir berühren gegenseitig in der Großstadt. Das ist dann permanenter Austausch von körperlichen Flüssigkeiten fast. Ja. Und das ist dann, das ist mir jetzt wirklich dann klar geworden. Ich vermisse das, also das ist nicht vermissen oder nicht vermissen, sondern bewusst werden eher und nachdenken darüber. Dafür ist das eine, ich denke, das ist eine Chance dafür jetzt. Ist es so, dass Sie als Japanerin tatsächlich, wir haben vorhin schon mal gehört, es gibt vielleicht nicht den optimalen Abstand zu jemandem, sondern der wird immer wieder vielleicht auch kulturell anders definiert. Das heißt, in Japan ist vielleicht der optimale Abstand zu einem anderen Menschen oder die Form, wie heftig berührt man sich oder gar berührt man sich gar nicht, anders, ein anderes Konzept, eine andere Erfahrung, Gewohnheit, die man kulturell lebt, als Sie es in Deutschland erlebt haben. Das heißt, Sie erleben es jetzt eigentlich so ein bisschen wie eine Rückkehr zu dem, was Sie kulturell vielleicht ursprünglich mal gelernt haben und was Ihnen vielleicht näher ist als Konzept. Kann man das so sagen? Ja, mir ist eher vertraut. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man in einer Großstadt wie Tokio wiederum in der U-Bahn immer Haut an Haut an andere Menschen Stunden verbringt. Das heißt, in der vollen, die Städte sind ja auch voller und da ist die Nähe. Aber wenn das eine freie Entscheidung ist, zwei Menschen begrüßen sich, dann ist der Abstand größer. Ich komme nochmal zurück zu Hanna Neumann, die vorhin gesagt hat, es gibt jetzt auf der einen Seite mehr Nähe, weil man plötzlich mit Menschen genauso nah sein kann, die in Tokio oder in London oder sonst irgendwo sind, genauso nah wie mit den Kollegen, die man neben sich hat. Aber es gibt keine zufälligen Begegnungen, sondern es ist eine geplante Nähe. Das heißt, man plant es, man lässt sich drauf ein, aber man merkt vielleicht gar nicht, ob der andere wirklich Lust hat, sondern man ist halt verabredet und trifft sich. Für Politiker stelle ich mir vor, dass es ein sehr schwieriges Konzept ist, tatsächlich noch herauszufinden, wie die echte Resonanz auf das ist, was man macht, auf die eigene Arbeit oder auf das, was andere vielleicht wollen. Das ist in der Tat so und der ehrlich gesagt einzige Weg, der uns im Moment noch bleibt, das zu ersetzen, sind die sozialen Medien mit all den Problemen, die wir ja haben, sei es die Blasenbildung, sei es auch ein bisschen die Hyperventilation im Diskurs, sei es die kurze Art und Weise zu kommunizieren. Jetzt hat sich ja bei Twitter dieses Clubhouse dann irgendwie etabliert, als auch nochmal ein Versuch, solche zufälligen Begegnungen zumindest im Digitalen zu simulieren. Da sind die Regeln noch gar nicht ganz klar, unter denen man kommuniziert, was im Zwischenmenschlichen ja ganz einfach schon über Jahrhunderte quasi gewachsen ist und sich etabliert hat. Da sehen wir, dass sich viel wandelt, aber ich glaube einfach, dass der Zugang zu eben den Menschen, die man einfach so eher zufällig, die man zufällig begegnet, ungeplant begegnet, der fehlt und das lässt sich ganz, ganz schlecht ersetzen. Und deswegen glaube ich, wäre es auch für unsere Demokratie sehr wichtig, dass wir zeitnah doch wieder, das zumindest in, sicherlich nicht in den großen Hallen,
aber doch zumindest im Wahlkampfstand irgendwie oder in der Kneipe oder auf dem Volksfest wieder möglich machen können. Ja, denn tatsächlich in der sozusagen medialen Nähe braucht man auch im Clubhaus, braucht man im Moment noch eine Einladung. Man kann nicht einfach reingehen und an einer Diskussion dort teilnehmen, sondern im Moment zumindest braucht man eine Einladung und muss beim Eingang dann auch ganz viele Daten abgeben. Das heißt, man kann die Nähe, die man dann herstellt, ist sehr groß, weil die Leute dann gleich, zumindest das System, gleich alles über einen weiß. Das ist ein bisschen viel Nähe vielleicht für den einen oder anderen, die man, wenn man sich noch gar nicht kennt, vielleicht noch nicht eingehen möchte. Bei Herrn Fendel ist es ja so, Sie haben zu Patienten eine sozusagen ungewollte Nähe, also nicht von Ihrer Seite, aber der Patient konnte sich der Sache auch nicht entziehen, sondern muss jetzt da im Krankenhaus sein und muss sich, Sie müssen sich sozusagen die Nähe zu jemandem erarbeiten, denn der soll ja Vertrauen haben, muss sich in Ihre Hände geben, muss sich Ihnen anvertrauen, obwohl er weder freiwillig da ist noch sonst irgendwas. Wie machen Sie das denn? Wie stellen Sie denn Nähe zu ganz fremden Menschen her, die auch noch in einer beklagenswerten Situation sind und Sie müssen sich nähern und den Menschen nah sein. Wie machen Sie das? Ja, tatsächlich ist es so, wie Sie es sagen, dass natürlich das Thema Nähe und das Thema Distanz ein Riesenthema ist in der Pflege, mit dem wir irgendwie ja immer konfrontiert sind und was zum Beispiel auch ein relativ großes Thema in der Ausbildung ist. Und da geht es ja vor allen Dingen immer um diese Intimdistanz, nennt man das. Also das heißt wirklich diese Distanz, dass wir in der Körperpflege, gerade in der Intimpflege, den Menschen natürlich unendlich nah sind. Das ist natürlich jetzt die körperliche Nähe, aber auch irgendwo die emotionale Nähe, die wir natürlich zu den Patienten aufbauen müssen. Wir begleiten die Patienten natürlich in absoluten Ausnahmesituationen, in Zeiten absolut existenzieller, in Zeiten absolut existenziellen Ängsten. Gerade bei uns, wenn die Leute frisch nach einer Operation halt zu uns kommen, wenn wir jetzt nicht gerade in Covid-Zeiten natürlich die Patienten bei uns liegen haben, sondern wenn die direkt von der OP kommen, sind natürlich viele Ängste damit verbunden, auch wo bin ich überhaupt, wenn man aufwacht und plötzlich ist man woanders und plötzlich ist vielleicht ein Organ rausoperiert oder was auch immer. Und das dritte Thema, wenn es um Nähe geht, ist natürlich auch die Begleitung von Sterbenden, die gerade jetzt in der Corona-Krise natürlich ein noch größeres Thema geworden ist, weil wir schon deutlich mehr Menschen beim Sterben begleiten. Ja, wie machen wir das mit der Nähe? Ich glaube, dass auch da wieder das Thema Berührung ein großes Thema ist, also sowohl für die Nähe als auch für die professionelle Distanz, die wir irgendwie halten müssen. Aber auch, also der Umgang, wie wir mit den Menschen reden, dass wir, ich finde es schwierig, gerade zu beantworten, wie macht man das? Ich glaube, dass das einfach so ein bisschen automatisch irgendwann passiert. Aber gerade dieses, Möglichkeit zu finden zwischen, ich bin diesem Patienten sehr nah, aber ich bin professionell nah. Das heißt, ich bin jetzt nicht an ihn gebunden und ich bin nicht der Angehörige, sondern ich mache meine Arbeit und wenn ich nach Hause gehe, dann ist das aber auch, ist es für mich damit getan und damit halt auch dieses, er als Person oder dass ich jetzt bei ihm etwas wasche, ist jetzt nicht das Besondere, sondern es ist normal für mich und ich glaube, das macht viel aus, wie wir Nähe und Distanz aufbauen können. Beziehungsweise ich glaube, das größte Problem tatsächlich ist meistens eher, die Distanz aufzubauen als die Nähe in der Pflege. Das heißt, für Sie ist es die Kunst, jemanden auf der einen Seite so nah zu sein, dass man ihn anfasst an Stellen, wo man einen Menschen normalerweise, wenn man nicht mit ihm sehr eng befreundet ist, nicht anfassen würde und ihm gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass er
sozusagen sich abgrenzen kann ihm gegenüber, ihn nicht, also dass es trotzdem eine Art Distanz und dass es trotzdem klar ist, dass er seine Intimität trotzdem behält, obwohl sie an ihm rumhantieren. Das ist sicher eine Kunst. Also eigentlich ist es wirklich spannend zu erfahren, wie man das hinkriegt, jemandem dieses Gefühl zu geben, dass man ihm nicht zu nah kommt, obwohl man ihm so nah ist. Ja, ich glaube, ein großes Thema ist da tatsächlich einfach die Selbstverständlichkeit, die wir da reinbringen oder versuchen reinzubringen. Wenn ich etwas als nicht was total Besonderes darstelle, sondern sage, das ist meine Arbeit und es ist völlig in Ordnung, dass ich das jetzt mache, dann ist es sehr häufig für die Patienten deutlich einfacher, das zu akzeptieren, als wenn man denen das Gefühl gibt, wenn ich denen das Gefühl gebe, ich tue jetzt was Verbotenes, in Anführungsstrichen, dann überschreite ich natürlich irgendwie deren Intimsphäre oder ihre Intimszone sozusagen. Aber wenn ich sage, es ist für mich normal und es ist okay und ich mache das jetzt und danach wende ich mich auch wieder was anderem zu, ich glaube, das ist quasi die große Kunst, dass man das gut hinkriegt, dem Patienten das zu vermitteln. Genau. In Zeiten von Covid sind die Menschen ja oft noch alleiner im Krankenhaus als sonst, weil manchmal ihre Angehörigen gar nicht kommen dürfen. Hat es für Sie die Lage nochmal verändert? Ja, sehr, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir neue Aufgaben übernehmen müssen dadurch, aber auch Aufgaben deutlich intensiver übernehmen müssen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind dadurch wirklich zu Bezugspersonen geworden und auch Vertrauenspersonen. Das heißt, wir übernehmen in Anführungsstrichen jetzt natürlich irgendwie auch Aufgaben von den Angehörigen. Und das ist, glaube ich, genau, also das ist die psychosoziale Unterstützung, die wir denen natürlich geben, aber auch genau diese Berührung, was ich am Anfang gesagt habe. Natürlich umarmen wir unsere Patienten nicht. Da sind wir dann wieder beim Thema, dass wir natürlich bei der professionellen Distanz irgendwie bleiben müssen, aber ich kann trotzdem meinem Patienten meine Hand auf die Schulter legen oder ich kann meine Hand aufs Knie legen und ihm einfach dadurch zeigen, ich bin für ihn da und er ist nicht alleine. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die Begleitung von Sterbenden. Im Moment können leider manchmal die Angehörigen nicht dabei sein. Und auch da ist einfach das Wichtige zu zeigen, der Patient ist nicht alleine. Es ist jemand da, der ihn begleitet und der auf ihn aufpasst. Und das ist, glaube ich, ist was, was einfach noch deutlich intensiver geworden ist, weil die Angehörigen das nicht mehr übernehmen können. Und ganz spannend, was jetzt natürlich als Aspekt tatsächlich dazugekommen ist, ist noch, dass wir auch für die Angehörigen mehr Ansprechpartner werden. Das heißt, die Angehörigen können nicht mehr zu ihren Patienten, also zu ihren Familienmitgliedern kommen. Und dadurch sind wir jetzt die Schnittstelle zwischen den beiden Seiten. Das heißt, wir werden angerufen und werden gefragt, wie geht es gerade meinem Mann oder wie geht es meinem Freund oder meiner Tochter und müssen halt versuchen, das da zu vermitteln sozusagen. Und das ist nicht nur über Anrufen, sondern oft kriegen wir vorne an der Tür persönliche Gegenstände in die Hand gedrückt, dass Fotos, unsere ganze Station hängt voller Fotos von den Angehörigen und von den Patienten selber und Patientinnen. Überall an den Geräten hängen überall Fotos und es stehen kleine Engel auf den Nachtschränken und es läuft irgendwie Musik, die mit denen die Patientinnen und Patienten irgendwie was verbinden. Und auch das ist immer mehr unsere Aufgabe geworden. Das war vorher deutlich weniger, würde ich sagen. Das heißt, Nähe stellt sich her über Bilder, wo man Dinge wiedererkennt, über etwas, was einen im Leben begleitet hat. Und wenn man es jetzt in der Isolation wiederfindet oder bei sich hat, stellt es eine Nähe her, sozusagen eine vermittelte Nähe. Das ist wirklich interessant und es ist eigentlich fast unzumutbar, was Sie alles leisten müssen. Was wünschen Sie sich denn? Denn eigentlich bräuchten Sie auch Begleitung für all diese Aufgaben, die Sie da übernehmen, denn es ist ja schon eine gehörige Verantwortung, die auch ganz jenseits der rein medizinischen Dinge auf Ihnen liegt. Also ich finde es eigentlich, also aus menschlicher Sicht ist es für mich gerade eine relativ schöne Situation, weil ich den Patienten sehr nah sein kann.
und sehr stark für sie da sein kann und auch mal aussah, dass sie teilweise einfach natürlich von meinem Handeln abhängig sind, was das Überleben angeht, einfach auch merke, dass ich als Mensch vielleicht auch mal mehr gebraucht werde. Und da ist natürlich das größte Problem, was ich da jetzt oder was sich für uns natürlich einfach darstellt, ist, dass das vor allen Dingen einfach sehr viel Zeit ist, die wir da rein investieren wollen und auch müssen. Und ja, da ist tatsächlich wahrscheinlich das allergrößte Problem in erster Linie der Mangel an Personal, den wir einfach im Moment haben, den wir seit Jahren haben. Und ich glaube, wenn wir einfach mehr Menschen hätten, mehr Man- und Womanpower hätten, die da die Arbeit leisten könnten und man halt nicht alleine für, ich weiß nicht, bei uns sind es 2 Patienten auf anderen Stationen für deutlich mehr Patienten, für die man zuständig ist, kann man natürlich auch mehr für den Patienten einzeln bewirken und nicht nur für den Patienten als Fall oder als Krankheit oder Ähnliches. Das heißt, Nähe braucht auch Zeit, denn sie stellt sich nicht einfach, also wenn er nicht gerade der Blitz trifft und man sich spontan verliebt oder so, dann stellt sich Nähe manchmal in Windeseile her. Aber normalerweise braucht man, um Nähe herzustellen, Zeit. Und wenn man Menschen pflegen muss in einer schwierigen oder existenziellen Situation, braucht man umso mehr Zeit. Und genau das ist Mangelware in der Krankenpflege. Ich gehe zurück nochmal zu Hanna Neumann, die als Politikerin letztlich auch auf Nähe zu Menschen angewiesen ist, um zu erfahren, was der Mensch denkt, fühlt und die sich jetzt schwer tut. Jetzt stehen wir mindestens hier in Baden-Württemberg direkt vor oder schon in einem Wahlkampf um den Landtagswahlkampf. Wir werden in diesem Jahr noch Bundestagswahlen haben und all das wird unter Corona-Bedingungen mehr oder weniger stattfinden. Was können Politiker denn tun? Also, weil wir haben über Zoom-Konferenzen geredet. Das ist ja letztlich auch eine ganz strenge Auswahl von ganz wenigen Menschen, die dann daran teilnahmen. Was können Sie denn tun, um Menschen noch nahe zu können oder um zu erfahren, was Mensch denkt? Und zwar nicht nur die, die man schon kennt, sondern welche, die man noch nicht kennt. Bevor ich auf Ihre Frage antworte, ist mir gerade wichtig, eine Sache zu sagen. Ich habe sehr fasziniert Herrn Fendel gerade gelauscht. Und das war jetzt genau für mich eine dieser spontanen Begegnungen, die uns im Moment fehlen, weil wir wären wahrscheinlich nicht ins Gespräch gekommen. Aber aus dieser auch wirklich sehr persönlichen Sicht mal zu erfahren, wie sich die Arbeit auch verändert, wie das sicherlich sehr anstrengend ist, anders, aber auch irgendwie bereichernd ist, ist was, was mich gerade ein bisschen hoffnungsfroh und sehr glücklich macht. Und deswegen glaube ich genau diese Begegnungen, die uns gerade fehlen und die digital in so einem besonderen Setting wie heute Abend passieren, aber eben nicht in diesem ganz normalen Arbeitskontext. Aber jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage mit dem Wahlkampf. Ich merke, dass wir alle versuchen, das irgendwie anders herzustellen. Also das, was wir sonst im Analogen machen und schätzen, irgendwie ins Digitale zu holen. Und wir wissen, ob der Begrenztheit, also wir wissen, dass für manche Menschen das überhaupt nicht zugänglich ist, weil sie mit diesen Computern und diesem Internet und diesen neuen Technologien nicht so selbstverständlich umgehen. Viele haben dazugelernt, viele haben sich das erschlossen, aber es gibt immer noch einige, für die bleibt das leider verschlossen. Und die sind leider einfach noch weiter draußen, als sie das vorher schon waren. Und das finde ich persönlich auch sehr schade, weil es eigentlich auch unsere Aufgabe als PolitikerInnen ist, genau diese Kluft zu schließen, die sich da gerade weiter öffnet. Zoom-Konferenzen sind natürlich begrenzt, auch in der Frage, wer was sagen kann. Was viele meiner Kolleginnen machen, was ich auch immer wieder versuche, ist sowas wie Instagram Live. Also da bietet man sozusagen an, fängt an zu diskutieren und dann können sich Menschen dazuschalten, Fragen stellen. Das kann jede und jeder machen. Das kann man auch in unterschiedlichen Formaten machen, aber auch hier wieder, das ist natürlich für eine ganz begrenzte Zielgruppe. Dann gibt es sowas wie digitale Townhalls. Das Townhall-Format ist ja eines, was in den letzten Jahren so ein bisschen auch die deutsche Politik erobert hat, also dass man sich als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat eigentlich ja wirklich in so einen Raum stellt, wo überall außenrum Menschen sind, die einen sehen können, die einen beobachten können, die Fragen stellen können, was auch so eine gewisse Intimität in dem Raum schafft.
Da versuchen wir immer wieder, das ins Digitale zu tragen, mit der Option dann eben in der Chatfunktion bei Twitter, Facebook, wo auch immer, Fragen zu stellen. Aber auch das ersetzt das nicht. Und also ich sehe wirklich den Willen bei allen und auch die Kraftanstrengung, die hintersteht. Trotzdem Demokratie, Willensbildung und auch das Kennenlernen dieser Personen, man stellt sich ja auch immer als Person zur Wahl, hinzubekommen. Und es gelingt immer besser, aber es ist weit entfernt von dem, wie wir es eigentlich gerne hätten, ehrlicherweise. Angenommen, es wird jetzt, und das hoffen wir ja ehrlich gesagt, dass es sich einfach irgendwann wieder normalisiert. Wir werden dieses Virus vielleicht nicht komplett zum Verschwinden bringen, aber es wird im Griff, wir haben es im Griff irgendwann. Und die normalen Umgangsformen, die normalen Modelle, wie auch Politik gemacht wird, laufen wieder. Was würden Sie gerne anders machen dann? Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, ich habe in dieser Zeit auch irgendwie mir neue Gedanken darüber gemacht, wie ich diese Nähe vielleicht auch neu herstellen will? Weil vielleicht ist Politik auch vorher manchmal nicht so nah, echt nah den Menschen gewesen, oder zumindest haben viele Menschen es so empfunden. Das vielleicht, also immer vorausgesetzt, alles wird irgendwie wieder so, wie wir es gerne hätten. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, na, das müssen wir sowieso anders machen dann? Also ich habe schon gemerkt, gerade in der Phase, wo die Pandemie so halbe war, ne? Ich denke jetzt so an den Sommer, wo es uns gelungen ist, vieles auf digital umzustellen, an unserem Politikalltag, was uns eigentlich in Brüssel auch gehalten hat, konnten wir vieles digital umstellen, was mir einfach ermöglicht hat, mehr in meinem Wahlkreis zu sein und mehr vor allem an den Abenden auch in Gespräche zu gehen und mehr auch Termine nochmal tagsüber zu machen. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass gerade uns Europaabgeordneten, die wir einfach 44 Sitzungswochen im Jahr haben, also eigentlich fast jede Woche dort sind, uns gelingt, doch mehr wirklich auch in den Wahlkreisen präsent zu sein. Das ist so die eine Sache, die ich hoffe, dass man einfach nochmal klarer aussieht, wo muss man in persona da sein, wo ist das ein Mehrwert und wo ist es aber eigentlich auch nicht unbedingt nötig, was auch dadurch möglich wird, dass viel mehr Menschen jetzt diese Technologien nutzen. Ich habe ja eben so ein bisschen gesagt, dass Social Media nicht alles auffangen kann und auch begrenzt ist in dem, was es machen kann. Aber es ermöglicht schon, und da merke ich bei mir selber, dass es auch zugenommen hat in den letzten Monaten, so eine niedrigschwellige Kommunikation. Also dass man einfach mal einfach so eine Nachricht schickt, so wie hast du die Info oder wie gehst du damit um oder wann stimmt ihr das ab oder wie stehst du eigentlich dazu oder hast du das gesehen? Und das ist so eine Kommunikation, die wirklich zugenommen hat, die ich eigentlich sehr schön finde, weil die mich nahbarer macht. Und das hört sich jetzt total blöd an, dass ich das so sagen muss. Aber ich habe gemerkt, dass Menschen, die mich früher ganz normal angesprochen hätten oder auch ganz normal vereinnahmt hätten für Sachen, auf einmal gar nicht mehr ansprechen, weil sie denken, ich bin ja jetzt in Brüssel und so viel beschäftigt. Was ich eigentlich total schade finde, weil ich denke, nee, ich bin eigentlich immer noch Hanna und wenn du mich fragst, kann ich dir auch immer noch antworten. Wenn mich irgendjemand Wildfremdes fragt, kann ich auch noch antworten, weil es ist ja nämlich mein Job und ich mache das ehrlich gesagt sehr gerne, gerade diese Vermittlung. Und wenn das gelingt, dass mehr die sozialen Medien weiter nutzen, gerade für dieses Niedrigschwellige oder was mir jetzt auch manchmal begegnet, was ich total schön finde, dass einem da einfach Leute im digitalen Leben folgen und dann im echten Leben, manchmal sieht man sich ja noch zufällig an der Ampel oder sowas, wenn man in einer Großstadt wohnt, dann sagen, sind Sie Frau Neumann, ich finde das total toll, aber sagen Sie mal. Dann finde ich das auch schön und ich hoffe so ein bisschen, dass uns das zumindest erhalten bleibt. Aber eine Sache, die ich an mir beobachte und von der ich wirklich sehr froh bin, wenn sie wieder weg ist, ist dieses Disjunkt. Also ich habe das manchmal, dass ich einfach dadurch, dass wir gerade in der Hochphase der Pandemie gezwungen waren, zu Hause zu bleiben und quasi nicht ins Parlament reisen durften, hier zu Hause auf meiner Couch saß, weil an meinem Schreibtisch auch noch mein Kind saß, das gerade irgendwie auch noch Schule machen musste, eine Videokonferenz. Und in diesem Sitzen auf der Couch Entscheidungen treffen musste, politischer Art, durch eine Abstimmung oder in einer Debatte, von der ich wusste, dass sie das Leben vieler Menschen irgendwie beeinflussen wird und dass es eigentlich eine sehr große, eine sehr gravierende Entscheidung ist.
die man sonst im Parlament auch unter dem Druck oder der Anspannung, das ist ja auch die Menschen, die riechen, die, ne, die durch ihre Körpersprache, das löst ja was ganz anderes in einem aus, als wenn man eigentlich zu Hause auf seiner Couch sitzt, so wie man Fernsehen guckt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen weniger ernst diese Entscheidung genommen habe oder weniger gewissenhaft war, aber es fühlte sich eher wie so eine Simulation oder ein Computerspiel an. Und das waren so die Momente, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich sehr falsch. Ich glaube, es hilft einem als Politiker, wenn man im gleichen Raum sitzt und spürt, dass dem einen Kollegen dieses Thema so nahe geht, dass man es ihm ansieht, dass er erregt ist und man wirklich merkt, also da geht es jetzt, dem geht es um was. Und das löst in einem, selbst wenn man anderer Meinung ist, was anderes aus, als wenn man das nicht mitkriegt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein merkwürdiges Gefühl ist, wenn man, weil ich glaube, das ist auch so ein kleines Raumschiff, das wir wahrscheinlich alle, die wir jetzt sehr viel im Homeoffice unterwegs sind oder nicht unterwegs sind, sondern im Homeoffice zu Hause sitzen, genau dieses Gefühl haben, dass wir sind dabei und doch irgendwie in einem Raum und Zeit abgeschnitten und irgendwie in einer Kugel, die durchs All fliegt. Also so fühlt es sich, glaube ich, für viele Menschen manchmal an und so bequem, Sie haben ja selber gesagt, es hat viele Vorteile und man muss nicht so viel reisen, ist schneller da, kann vieles erledigen, ist man doch irgendwie merkwürdig isoliert und spürt es auch und es macht was mit einem und viele Menschen werden dann tatsächlich auch unglücklich, das merkt man auch. Ich möchte noch mal zu Yoko Tawada zurückkommen in unserer Diskussion, denn was wir noch gar nicht so angesprochen haben, ist die Frage, was Sprache an Nähe oder Ferne produziert. Oder ob Sprache. Sie sind jemand, Sie haben eine Muttersprache, Japanisch, gehe ich mal davon aus, und haben Deutsch fantastisch gelernt, sodass Sie in dieser Sprache schreiben. Das ist sehr selten und es gelingt vielen Menschen nicht. Welche Rolle spielte für Sie die Sprache beim Thema sich annähern können an ein Land, andere Menschen? Wie wichtig ist Ihnen das? Also vor der Pandemie war Japanisch sowie Deutsch anders näher oder entfernter für mich. Das ist ein komisches Gefühl, weil vor der Pandemie war Deutsch für mich die Sprache des Alltags. Aber man spricht mit den Leuten, es gibt tatsächlich Reibungen, Zusammenstoß, auch Inspiration, so direkte Art, körperlicher, weil das ja, ich lebe hier und nur 2-3 Mal im Jahr in Japan gewesen. Und jetzt war ich ganze Zeit natürlich nicht in Japan. Dafür gibt es dann viel mehr Zoom-Konferenz oder Lesungen und Seminar mit Japan, genauso viel wie mit Deutschland, so wie jetzt, dann ist diese Andersartigkeit, anderes Spüren von Japanisch und Deutsch ist dann verschwunden. Und das ist alles gleich, flach, also die beide Sprachen für mich, ja, Deutsch und Japanisch. Und das ist dann nicht so gut. Ich finde, dass die Sprachen, je nachdem, welche Beziehung ein Mensch zu der sogenannten Muttersprache oder sogenannten Fremdsprachen hat. Ich würde die beiden Begriffe nicht so streng voneinander trennen, aber man hat auf jeden Fall, jeder Mensch hat mit mehreren Sprachen zu tun heutzutage, aber die Beziehung ist eine andere, hat eine andere Qualität. Es fühlt sich anders an und diese qualitativen Unterschiede sind sehr, sehr inspirierend, sehr wichtig, um zu spüren, dass die Welt nicht flach, sondern plastisch ist und mehrschichtig ist. Und das könnte verloren gehen. Und das zum Schreiben, also Bücher schreiben, ist Homeoffice ganz in Ordnung. Also es ist immer Homeoffice. Ja. Aber trotzdem, es gibt Momente, zum Beispiel Lesung oder noch stärker vielleicht dann ein Seminar an den Universitäten. Das sind Momente, wo die Menschen, die gerne Gedichte lesen, meinetwegen, diese Leidenschaft den jüngeren Leuten vermitteln können.
das geht schlecht. Bücher kann man immer kaufen, Texte sind im Internet auch umsonst zu lesen, aber diese Vermittlung, das habe ich in meinem eigenen Studium auch sehr stark gespürt, aber jetzt auch von den Leuten, die an der Uni unterrichten, höre ich ja auch oft, diese Begeisterung für die Literatur zu vermitteln. Dafür braucht man komischerweise Stimme, die echte Stimme und Körper. Wenn so ein Mensch begeistert davor steht und sagt, ja, dieses Gedicht, das ist so toll, weil, und das ist schwer vermittelbar durch die digitale Wege. Und was mir auch fehlt, ist, also vorhin hat Frau Neumann auch von der spontanen, zufälligen Begegnungen gesprochen, das gibt es auch mit den Büchern. Man kann im Moment sehr gut Bücher bestellen, abholen, kaufen, digital oder auch Papierbücher kann man sehr gut kaufen. Aber was ich vermisse, ist in einer kleinen Bibliothek zu sein und dort Bücher anzuschauen. Also erstmal habe ich Bücher, die ich suche, aber nicht nur die, sondern die zufällig nebenan stehen oder zufällig, die ich in die Hand nehme. Das waren die besten Bücher immer gewesen. Und kurz bevor mit der Pandemie losging, letztes Jahr im Februar, war ich zum Glück noch im Marbacher Literaturarchiv. Und dort habe ich dann Paul Celans Manuskripte und Bücher, die er im Krankenhaus gelesen hatte und so weiter, in der Hand gehabt. Und dieses Papier zu berühren und auch das Buch, das Paul Celan in der Hand hatte, auch zu berühren und auch andere Bücher, die im Archiv standen, das ist eine Erfahrung, die sehr, sehr inspirierend gewesen war und das gibt es im Moment nicht. Im Moment habe ich viel mehr Zeit zu lesen, man kann auch gut lesen, aber diese Bücher sind ja auch im Raum, die sind ja nicht in der zweidimensionalen Welten und diese Räume, die man mit den Büchern zusammen betreten kann, das fehlt mir. Eine Erfahrung, die ich teile. Ich wollte Bücher bestellen, weil ich dachte, ich brauche jetzt neue Bücher. Und ich hatte keine Lust, obwohl ich wirklich dringend ein Buch brauchte, ich hatte keine rechte Lust, eins zu bestellen, weil ich es nicht vorher in die Hand nehmen konnte. Das heißt, Nähe zu Gegenständen, haptische Erfahrung, ist offensichtlich etwas, was auch ein großer Faktor ist, jenseits dessen, was wir zwischen Menschen an Nähe erleben, was wir über Sprache an Nähe oder über geistigen Austausch von gemeinsamen Ideen. Es gibt viele Möglichkeiten, Nähe herzustellen, aber sozusagen etwas in die Hand zu nehmen und zu spüren, ein Gegenstand, und ist auch eine Form von Nähe, die offensichtlich unverzichtbar ist, jedenfalls für viele, für Yoko Takawa jedenfalls und für mich auch. Ich bedanke mich für diese Diskussionsrunde bei Yoko Tawada, Autorin aus Berlin, bei Hanna Neumann, Europaparlamentarierin der Grünen in Brüssel und bei Johannes Fendel, Gesundheits- und Krankheitspfleger in Tübingen. Vielen Dank, es war tatsächlich ein sehr inspirierender Austausch. Ich glaube, über vieles, was Sie alle gesagt haben, werden wir tatsächlich noch vielleicht weiter reden und auf jeden Fall noch eine ganze Weile nachdenken. Jetzt.
wir sind bei der Nacht der Ideen hier aus Tübingen und haben schon ganz viel über die Erfahrung von Nähe, das Konzept von Nähe heute Abend gehört. War ganz unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Ideen dazu, Erfahrungen, sehr interessant. Macht Spaß zuzuhören. Wer sich beteiligen möchte, gerne mit Kommentaren immer wieder. Wir haben Anmerkungen bekommen, dass es auch die eigene Erfahrung von manchen ist, zu sagen, ich weiß oft nicht, wie nah darf ich jemand kommen, wann empfindet er das schon als Bedrohung oder als übergriffig. Und es gibt eben doch einen Unterschied zwischen Südländern, denen mehr Nähe angenehm ist als vielleicht Nordländern oder Japanern, wie wir vorhin ja von Yoko Tawada auch gehört haben. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, das auch mit Nähe viel zu tun hat, das wir schon hier und da mal gestreift haben, das ist die Frage der Sprache. Was hat Sprache mit Nähe zu tun? Und es gab einen Call for Words, also einen Aufruf, Worte einzuschicken, und zwar Worte, die man eigentlich nicht richtig gut übersetzen kann. Man kann sie umschreiben in einer anderen Sprache, aber es gibt keine direkte Entsprechung. Ich lese einfach mal ein paar vor und wir werden nachher mit den Kollegen aus dem CIIS in Tübingen über diese Sprache und über Worte, die man nicht übersetzen kann und woher das kommt, was das bedeutet, diskutieren. Ich lese jetzt einmal einfach ein paar dieser Worte vor. Also es gibt das Wort in Portugiesisch Saudade, das man offensichtlich bei uns nicht richtig treffen kann mit einem anderen Wort. Die Franzosen sagen je suis dépaysé, also ich bin nicht mehr richtig zu Hause, ich fühle mich hier nicht wie zu Hause, aber dieses Wort hat keine eindeutige Entsprechung in Deutsch. Ähnlich ist es mit dem Wort Nagori, es ist japanisch. Es beschreibt die Sehnsucht nach der von uns gegangenen Jahreszeit. Ganz erstaunlich, tatsächlich gibt es dafür gar kein Wort, glaube ich, in Deutsch, kein richtiges. Franzosen sagen j'ai la flemme, also ich bin irgendwie, ich hänge durch, aber irgendwie suhlt man sich auch in diesem Gefühl, auch das gibt es so nicht in Deutsch. Les retrouvailles, also man trifft sich wieder, man hat eine Wiederbegegnung mit Menschen, die einem nahestehen, die man lange nicht gesehen hat, und es ist von großer Freude getragen, aber all das in einem Wort gibt es eben so nicht. Über die Frage des Le Prochain, der Nächste ist, eigentlich heißt das Le Plus Proche, also, aber Le Prochain ist eigentlich der, soll bedeuten der Nächste, also der mit einem verwandt ist. Also das sind Beispiele, es gibt noch ein Wort Cagna aus dem Südwesten Frankreichs, das ist ein Wort, das Hitze bedeutet, aber eben viel mehr als nur Hitze, sondern eine bestimmte Hitze, die eine Stadt wie Toulouse zum Glühen bringt, den Teer zum Fließen und damit eine ganz besondere Erfahrung widerspiegelt. Und über all das wollen wir jetzt sprechen, zusammen mit Evelyn Jo Fleck, mit Abed Kanur, Nils Weidmann und Hora Sabarjadizar. Ich lerne das heute Abend noch, tut mir leid. Was hat es denn auf sich mit den Wörtern, die man nicht übersetzen kann? Und was hat es mit Nähe oder Nichtnähe zu tun? Ich würde gerne mit einer Erfahrung anfangen, und zwar wie ich zum ersten Mal zum Abend eingeladen wurde und zum ersten Mal das Wort Abendbrot auf Deutsch so gelernt habe. Ja, ich habe, so wie Sie wissen, ich komme aus dem Iran, und da so das Abendessen ist sehr wichtig, manchmal sogar wichtiger als das Mittagessen. Und ich hatte sowas im Kopf, als ich auf dem Tisch so Brot gesehen habe und auch Käse, so Salat, Sachen zum Essen. Dann habe ich mir gedacht, das würde um was wie
Aperitivo auf Italienisch oder so ein Apero auf Französisch gehen. Und dann, ich war sehr hungrig, ich habe sehr wenig gegessen und ich habe darauf gewartet, dass das Abendessen kommt. Und das Abendessen ist nicht gekommen. Und da für mich war diese Erfahrung so eine besondere Begegnung mit der deutschen Sprache. Aber über diese Erfahrung hinaus, wir sagen, dass jedes Wort hat ein Aura mit sich. Sie haben Saudade oder Saudage erwähnt schon. Das ist sehr interessant, dass das Saudage ist so ursprünglich ein arabisches Wort, kommt aus Sauda. Wir haben auf Persisch eine andere Variante von demselben Wort, auch vergleichbar in derselben Richtung, und zwar ein schmerzvolles Begehen, so eine Art Schmerzen, indem man Heimweh hat, aber Heimweh auch im Kontext der Liebe. Und das Schwierige dabei ist, einfach was als ein Aura um das Wort herum zu finden ist, zu übersetzen. Und deswegen können wir viele Wörter nicht übersetzen, weil uns diesen Zusammenhang normalerweise fehlt. I will jump in English, though. It is interesting that how we experience some languages that or some sayings in different languages that they cannot really relate, or they cannot translate, they are not translatable into other languages. Somehow, it's a kind of lived experience that cannot be transferred, or it's not transmittable. It's like I was reading a book to my kids. They don't know German. I was thinking, and I was so upset about the experience that they're going through. It was about a refugee child that come to a new place without knowing any language, and the child describes her experience of whenever he goes out, she goes out, she feels that she is just waiting on a or standing under the cold waterfall of the words, that those words are very sharp, it harshes, the words harshes the skin and hurt the skin. It's this experience can be altered somehow. If you think that, okay, I'm going to learn the language, I'm going to unpack or unfold the mystery of that language to myself, I think the feeling or the experience of not knowing the language is just going back to yourself, finding a relaxed and a safe cave within your world or within the world of your language, and you can situate yourself there, not knowing the language, or somehow, in really small instances of that, somehow you cannot translate a specific feeling of yourself or experience of yourself. You feel so lost, and you think, okay, this is the dark point, or this is the mysterious point of my way of being that cannot be transmitted, cannot be, I cannot bring the light to that. I cannot show that part of myself that bring about my lived experience of that specific part to the light of the other language. So, yeah. Evelyn. Ich werde mich diesen Geschichten anschließen mit einer anderen kurzen Geschichte. Es ist auch schon im vorigen Gespräch das Problem der Muttersprache angesprochen worden oder die Frage nach der Muttersprache. Nun, ich bin zweisprachig in Rumänien aufgewachsen und meine Muttersprache ist Deutsch. Sehr viel später, als ich dann tatsächlich nach Tübingen damals kam, hatte ich diese
unglaubliche Erfahrung. Also ich ging davon aus, ja, Deutschland, da wird Deutsch gesprochen. Unter anderem war das auch so ein bisschen ein Projekt zu entdecken, ja, was gehört zu dieser Deutschsprachigkeit noch alles dazu. Und da gab es eine Geschichte aus dem Supermarkt, da hat mich tatsächlich eine Dame aufmerksam gemacht. Ich hatte irgendwelche Gläser nicht richtig weg zurückgeräumt ins Regal. Und das, was sie da sagte, das war in einem perfekten Schwäbisch, das ich immer noch richtig nachmachen kann. Also kurz gesagt, ich habe da gar nichts verstanden. Also da war mit einem Mal mein ganzes Deutsch weg. Und ich dachte mir, ey, was ist hier los? Wieso verstehe ich nichts? Und zum anderen ist mir dann auch klar geworden, wenn ich sage, Deutsch ist Muttersprache, was sage ich da eigentlich? Was ist das? Das ist ja auch alles noch einmal unterteilt. Das ist ja noch einmal, also mein Deutsch ist ein Rumäniendeutsch, sagen wir mal so, zumindest ursprünglich gewesen. Das ist auch, und dann wiederum ist es vielleicht noch mal unterteilt in Regionalitäten, die nicht wieder einzuholen sind. Also was bedeutet in dem Fall tatsächlich Muttersprache? Generalisieren wir da nicht viel zu schnell? Und ist es nicht auch bereits da irgendwie fast unübertragbar in diese allgemeinen Sprachen, in diese akademischen Sprachen vielleicht? Oder das Französische, das wir lernen an Schulen oder an der Uni, ist ja auch nicht das irgendwie dann in entlegenen Orten gesprochen wird. Nils. Auch eine Erfahrung teilnehmen kann, ist es so, dass jemand, der als Schwabe aufwächst oder als Schwäbin, so wie ich, und vielleicht in seinem ganz normalen Leben einen deutlich hörbaren Akzent mit sich rumträgt, so lange glücklich ist, bis er an die Universität kommt und dort plötzlich damit konfrontiert wird, dass einen alle für leicht, nicht debil, aber so ein bisschen nicht ganz so intelligent wie die anderen einschätzen, weil man eine dialektale Färbung hat, weil man zwar perfekt eigentlich Deutsch spricht, aber, und man kommt von hier, also sind wir wieder, was ist eigentlich hier? Man kommt aus dem Ort, in dem man geboren ist, wo man bisher gedacht hat, hier bin ich daheim, da schwätze ich so wie alle. Und plötzlich ist man in einer akademischen Institution und ist sich fremd. Das ist auch eine merkwürdige Erfahrung, obwohl man den Ort, in dem man lebt, gar nicht verlassen hat. Ja, was Sie sagen, ist tatsächlich interessant. Jürgen Trabant, ein Berliner Romanist, Sprachwissenschaftler, hat mal so halb im Spaß, aber auch halb im Ernst gesagt, dass in Bezug auf die Schweiz war das, aber man kann es auf alle Dialekte eigentlich ausweiten, dass in der Schweiz, dass die Menschen dabei sind, das Schweizerdeutsch zu behalten und Englisch zu lernen, aber das Hochdeutsch dazwischen verschwindet. Dass es also Dialekt gibt und dann gibt es eine Lingua Franca der Wissenschaftssprache, aber überhaupt auch der Globalesisch, ja, der Globalsprache und die eigentliche Hochsprache dazwischen verschwindet. Wieso ich die Diskussion mit der Sprache und der Schwierigkeit der Übersetzbarkeit so interessant finde, ist, weil wir hier nochmal sehen, dass Sprachen erfahrungsgebunden sind und unglaublich stark von Erfahrungen leben und sich auf diese Erfahrungsfelder beziehen. Mir hat es vorhin sehr gut gefallen, in der Diskussionsrunde hat Yoko Tawada, die ja eine Sprachkünstlerin ist, gesagt, welchen Reichtum sie empfindet dadurch, dass sie im Deutschen und Japanischen sich bewegt und wie traurig sie ist, dass angesichts der Pandemie die unterschiedlichen Erfahrungsfelder, in denen sie sich auf Deutsch und Japanisch bewegt, auf einmal zusammenkommen und das homogen wird. Dann wird die Sprache beliebig. Dann hat sie gar keine Erfahrungstiefe mehr. Dann wird sie austauschbar, dann wird es globalesisch. Ich spitze ein bisschen zu, aber mir hat es vorhin gut gefallen, was Yoko Tawada da gesagt hat. Ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was wir unmittelbar in unserem Sprachgebrauch auch so erfahren. Wir fühlen uns gewissermaßen in unserer Sprache zu Hause. Wir können mit der Sprache spielen, wir können uns da frei bewegen.
Und wir merken, dass wenn wir in eine andere Sprache wechseln, dass wir auf einmal uns schwer tun, dass wir nicht mehr uns in der gleichen Weise frei bewegen können, dass wir irgendwie Fremdheitserfahrungen haben. Und daran wird sehr deutlich, dass Sprache Erfahrungen entspricht. Ja, man könnte vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, Sprache kann überhaupt nur etwas sagen, weil sie etwas entspricht, nämlich Erfahrungen, gelebten Erfahrungen, die wir machen. Und dann ist aber vielleicht, darf ich noch einen zweiten Punkt kurz sagen, bin dann gespannt, was die drei anderen dazu meinen, das Übersetzen, es ist ja nicht so, dass die Sprachen irgendwie abgeschlossen wären und dass die Sprachen nicht übersetzbar wären, sondern es ist im Gegenteil so, dass die Sprachen den Erfahrungen entsprechen, so entsprechen sie in der Übersetzung immer auch den anderen Sprachen. Die anderen Sprachen sind immer präsent und jede Sprache antwortet auf andere Sprachen, nimmt es auf, versucht sozusagen darin da zu begegnen, findet vielleicht Phrasen, um unübersetzbare Worte zu umschreiben, übernimmt Worte. Wir haben viele Worte aus dem Französischen übernommen, aus dem Englischen übernommen und umgekehrt. Und so antworten Sprachen auch aufeinander und sind ständig in einem Austausch und sprechen gewissermaßen miteinander. Das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, die man machen kann an den sehr schönen Geschichten, die alle jetzt erzählt haben. Ich würde da einsteigen und würde sagen, dass es gibt einen Unterschied zwischen einer gelebten Sprache und einer gelernten Sprache. Und für mich, außer Persisch, also meine Muttersprache, die anderen Sprachen, ich arbeite sehr intensiv mit zwei Sprachen, Deutsch und Französisch hauptsächlich, aber Englisch auch noch dazu, aber Deutsch und Französisch, da merke ich schon den Unterschied. Aber interessant ist, dass, wie Nils, du gesagt hast, Sprachen und Wörter entsprechen Erfahrungen. Aber interessant ist auch, dass Wörter auch in den Situationen, die man in einer gelernten Sprache zum Beispiel erfährt, eine andere Bedeutung bekommen können, die zum Teil vielleicht in Verbindung steht zu dem Ursprung des Ausdrucks. Zum Beispiel nehmen wir die Stimmung. Ich verstehe es schon mittlerweile, was die Stimmung ist, aber nicht ganz. Ja, und interessant ist, dass damit eröffnet sich eine andere Erfahrung, eine neue Erfahrung, die, man kann sagen, der Stimmung entspricht. Aber damit wird die Stimmung, ein deutscher Begriff, wirklich nicht übersetzbar. Man kann es auf Englisch, man kann auf Englisch sagen Mood, aber es wäre nicht tatsächlich Mood. Oder auf Französisch kann man sagen Humeur, aber es wäre nicht wirklich, weil Laune haben wir zum Beispiel auf Deutsch. Und Stimmung ist wirklich schwierig zu übersetzen. Damit haben wir philosophisch auch zu tun, weil ein sehr wichtiger Begriff ist in der zeitgenössischen Philosophie. Aber dadurch gewinnt, durch die neuen Erfahrungen, die wir interkulturell nennen, durch die interkulturellen Erfahrungen, gewinnen die Wörter auch neue Dimensionen. Dadurch verlieren sie nicht unbedingt, sondern entsprechen sie neuen Erfahrungen. Das ist sehr richtig, was du sagst. Es ist sehr richtig. Also wir machen neue Erfahrungen. Das ist auch gar nicht so ohne weiteres zu übernehmen. Es reicht nicht, ein Vokabel zu lernen. Es reicht nicht, ein Wort zu lernen. Ja? Sprachen sind nie irgendwie eine Zusammensetzung verschiedener Wörter oder so, mit denen ich hantieren könnte, sondern ich muss dieses Netz, dieses gelebte, dieses gesprochene Netz, da muss ich mich hineinbegeben, da muss ich mich hineinverweben. So. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Deswegen sind Übersetzungen fallen uns so schwer. Und es ist sehr richtig, was du sagst. Wir machen daran tatsächlich auch neue Erfahrungen. Ich wollte nur einen Aspekt ergänzen, weil das Interessante, dass wir da Neues, uns vielleicht Fremdes, uns Bewegendes kennenlernen, versuchen, diese Erfahrung nachzuvollziehen und das auch sprachlich irgendwie uns da bemühen. Das macht uns zugleich aufmerksam
auf viele blinde Flecken in unserer eigenen Sprache, die wir gar nicht erkundet haben. Wir werden gewissermaßen zurückgestoßen darauf, dass wir die Sprache gar nicht beherrschen, auch unsere eigene Sprache gar nicht beherrschen, sondern eher quasi in sie so hineinverwoben sind, dass wir in ihr uns bewegen können, aber mehr schwimmen, als dass wir sie tatsächlich beherrschen, benutzen könnten. Die Sprache trägt uns. Die Sprache trägt uns aber nicht immer dahin, wo wir hinwollen. Wir kennen das gerade in der philosophischen Arbeit, wir kennen das beim Sprechen. Es ist unendlich schwierig, einen vorher gefassten, vermeintlich gefassten Gedanken sprachlich auszudrücken, weil die Sprache nicht so will, wie ich dachte, dass ich mit dem Gedanken will. Und die Sprache führt mich irgendwo anders hin. Dann muss ich nochmal ansetzen, nochmal versuchen. Manchmal gelingt es auch, führt mich die Sprache auch wohin, wo ich denke, jetzt ist der Gedanke erst richtig schön geworden, also viel weiter. Das heißt, es führt uns gerade diese Erfahrung des anderen, des Fremden, der neuen Erfahrung immer auch darauf, dass wir Fremdes, Unerkanntes, bislang nicht Berücksichtigtes in unserer eigenen Sprache, in unserer eigenen Erfahrung, in unserer eigenen Geschichte wiederfinden, in uns selbst. In wie viele blinde Flecken gibt es in uns selbst? Und das ist ja auch genau die Fragestellung, mit der wir uns hier in einem größeren Kontext in den interkulturellen Studien bewegen und dafür interessieren. Was können wir lernen in diesem Austausch, in diesem ständigen angesprochen sein durch andere kulturelle Einflüsse, durch andere Erfahrungen, die nie einfach nur anders sind, sondern die immer resonieren und auf Unverstandenes in unserem eigenen Erfahrungsschatz auch aufmerksam machen. Ja, das sind sehr interessante Gedanken. Ich glaube, Sprache hat wirklich sehr viel mit Nähe und mit bin ich ganz bei mir oder erkenne ich einen anderen als jemand, der auch ganz nah bei mir ist, weil wir die gleiche Sprache sprechen, weil wir uns identifizieren können, vielleicht an besonderen Worten, die es eben nur in unserer gemeinsamen Sprache gibt. Und deswegen sind wir uns näher als andere Menschen. Gleichzeitig ist auch das etwas, was uns abgrenzt oder was es Menschen, die eben diese Sprache nicht so sprechen, entweder sozial oder in irgendeiner anderen Form, grenzen wir andere damit auch aus. Das heißt, es hat zwei Seiten, diese vermeintliche Nähe, die durch Sprache entsteht. Sie kann auch Abgrenzung bedeuten. So, wir können all diese hochinteressanten Gedanken, die wir, glaube ich, noch weiter diskutieren. Aber auch hier an dieser Stelle machen wir einen Punkt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch vielen. Ich glaube, ihr habt uns viele Ideen in den Kopf gepflanzt. Ideen zu Nähe, Distanz und zu Sprachen, über die wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile weiter nachdenken. Und wenn wir uns irgendwo begegnen, vielleicht reden wir dann nochmal drüber. Das ist auf jeden Fall alles sehr interessant gewesen. Wir hören und jetzt noch mal ein bisschen Musik. Drei Künstler, Carlos Valenzuela spielt uns zweimal und Nino Gloger noch mal, bevor wir dann so langsam in die letzte Runde gehen. Thank you.
sind in der Nacht der Ideen, der Nuit des Idées in Tübingen. Und wer über Nähe redet, das haben wir heute Abend schon sehr ausführlich gemacht, muss auch über Distanz und Fremdheit reden, über sich nicht nachfühlen. Und ich glaube, Menschen, die eine Migrationserfahrung haben, können darüber sehr gut erzählen. Deswegen lesen wir jetzt, hören wir Texte aus einem Buch, das Migranten geschrieben haben. Das heißt, Migranten erzählen Texte und Materialien für den Unterricht. Und gelesen werden diese Texte von Fiona Fürth. Von Aras Ören, Plastikkoffer. Zuerst kaufte ich mir einen Koffer auf dem Flohmarkt. So einen billigen, aus Plastik. Wer weiß, was der schon von der Welt gesehen und was den schon geschleppt hat, erschöpft auf staubiger Landstraße. Ich packte einen Umschlag mit Fotos, einen Aktenordner, Gedichte, ein paar Bücher, zwei Hemden, dreimal Unterwäsche, Strümpfe, Zahnbürste, Rasierzeug und ein Handtuch hinein. Zwischen die Wäsche noch ein Sträußchen Lavendel. Die Reise konnte losgehen. Jetzt ist mir, als hätte ich einige Dinge vergessen. Und die wären wichtiger gewesen als Fotos, Gedichte, Bücher, Hemden, Wäsche, Strümpfe, Zahnbürste, Rasierzeug und Handtuch. Ich bin immer noch mit dem Plastikkoffer unterwegs, aber ich bereue es nicht. Wenn wir immer nur bereuen, wie können wir da glücklich sein? Woher dann das Lachen in unserem Gesicht? Von Aras Ören, Biografie. Ich bin Türke, geboren 1939 in Istanbul. Mein Pass trägt die Nummer TRB295136. Ich bin 1,85 Meter groß, wiege 78 Kilo. Mitten auf dem Kopf habe ich eine Glatze, meine Augenbrauen aber sind buschig. Als besonderes Merkmal habe ich eine große Nase und einen Schnauzbart. Manchmal lasse ich mir auch einen Vollbart stehen. Ich kam in diese Stadt aus freien Stücken. Ich ließ mich hier am 9. September 1969 nieder. Die Gründe für mein Privatexil möchte ich lieber für mich behalten. Ich glaube, was ich erzähle, genügt euch. Von Said, Auszug aus In Deutschland leben. Heute, 24 Jahre nach der Islamischen Revolution, sitze ich in meinem zweiten Exil in Deutschland und trachte, wie es auf Jüdisch heißt, auf welche Weise ich fremd geworden bin. Manchmal sitze ich mit iranischen Freunden beisammen und mache einen Witz, der schon die 40-Jährigen nicht mehr verstehen, weil er auf etwas anspielt, das sie nicht mehr kennen. Wenn Besuch aus Teheran kommt, stellt er fest, dass mein Persisch korrekt ist und rein, aber altertümlich wie konserviert. Ich gebrauche nie Fremdwörter, wenn ich Persisch spreche. In Teheran ist das Persische voller Amerikanismen. Kennen Sie die Geschichte von Rip Van Winkle, wie Max Frisch sie erzählt? Ein Mann aus dem amerikanischen Süden fällt für Jahre in einen Zauberschlaf und verschläft den Bürgerkrieg. Eines Tages wacht er auf und geht ins nächste Dorf, um ein Bier zu trinken. Seine Kleidung, seine Sprache, die Münzen, mit denen er bezahlen will, sind fremd. Einmal 1979 in Teheran bin ich früh um 5 mit einem Freund, der ein Auto besaß, durch die Stadt gefahren. Alle Viertel, in denen ich gewohnt habe, habe ich so besucht. Mein Geburtshaus war runtergekommen, unbewohnt, und die Fensterscheiben waren zerbrochen. Ein anderes Haus war mittlerweile in 3 Wohnungen aufgeteilt worden. Man steht davor und weiß, dass man etwas verloren hat. Über die Schwelle tritt man nicht mehr. Ein Jahr zuvor war ich durch die engen Gassen Roms gelaufen und hatte eine Tür gefunden in einem Blau, wie ich es aus Teheran kannte. In Palermo habe ich eine Packung Sonnenblumenkerne gekauft und bin spuckend durch die Straßen geschlendert, wie als 14-Jähriger in Teheran. Und in Piräus habe ich einmal einem Straßenhändler mit einem Handkarren einen Maiskolben abgekauft.
Ich habe Salz darauf gestreut, wie man es in Teheran tut. Am Hafen von Piräus stehend, habe ich so die Heimat wiedergekäut. Erst lange nach meiner Rückkehr aus dem Teheran der Islamischen Revolution habe ich ein Buch über meine Mutter geschrieben. Während der Niederschrift habe ich begriffen, dass es im Iran keinen Platz mehr für mich gibt. Bis dahin war mein Leben in Deutschland ein Provisorium. Denn bleiben ist nirgends, schreibt Rilke in den Duineser Elegien. Nach dem Buch über meine Mutter jedoch machte sich bei mir die Gelassenheit des Besiegten bereit. Heimat ist ein Begriff des Unbewussten. Hätten Sie mir 1964 in Teheran gesagt, das ist deine Heimat, hätte ich beantwortet, es ist doch nur eine Stadt. Aber bis heute zähle ich auf Persisch. Wenn ich krank bin, möchte ich Persisch lesen. Wenn ich müde bin, möchte ich Persisch sprechen. Doch die Geschichte hat sich gegen mich entschieden. Nicht, weil ich wichtig wäre, sondern weil sich die Geschichte oft gegen die Menschen entscheidet. Im Sommer 2002 hatte ich einen Herzinfarkt. Ich möchte nicht pathetisch klingen, aber ein Herzinfarkt ist ein halber Tod. Es ist, als hätte der Tod angeklopft und seine Visitenkarte abgegeben. Danach ändert sich das Leben ganz. Man wirft Ballast ab für die nächste Reise und will auch mit sich, mit seinem Herzen im Reinen sein. Ich habe 17 Jahre im Iran gelebt und beinahe 40 in Deutschland. Ich schreibe Deutsch. Erst jetzt habe ich einen deutschen Pass beantragt. Als Paul Klee vor Hitler in die Schweiz floh, beantragte er einen Schweizer Pass. Die Schweizer Bürokratie ließ sich reichlich Zeit. Die Zusicherung für diesen Pass traf etwa eine Woche nach Klees Tod ein. Vielleicht will ich den Tod herausfordern mit einem neuen Pass. Von Vanessa Steinmetz, Flüchtlinge und Ehrenamtliche am Münchner Hauptbahnhof, 2015. Deutschland im September 2015. Menschen stehen mit Stofftieren und Transparenten an Bahnsteigen, um Flüchtlinge in der Bundesrepublik willkommen zu heißen. Sie klatschen, als die Hilfesuchenden aus den Zügen steigen. Die internationale Presse berichtet über das freundliche Klima in der Bundesrepublik. Ein wenig kommt das WM-Gefühl von 2006 auf. Die Welt zu Gast bei Freunden. Nur, dass die Menschen, die nun anreisen, bleiben wollen. Die Nacht der Ideen kommt so ganz langsam zu ihrem Ende. Wir hören gleich noch mal ein bisschen Musik. Vorher bedanke ich mich bei allen, die mitgemacht haben, bei Ariane Batutovan für die Organisation, beim CIS für die sehr inspirierenden Diskussionen. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, die heute mitgemacht haben und hoffe, dass die Ideen, die wir hier haben fliegen lassen, vielleicht in den Köpfen bei euch draußen weiter im Kopf arbeiten. Ich bedanke mich bei allen, die im Chat mitgemacht haben, die ihre Kommentare abgegeben haben. Wir waren weit auseinander und doch haben wir zumindest bei diesem Thema eine Nähe empfunden. Das ist das Beste, was wir in diesen Tagen, glaube ich, erleben können. Ich sage gute Nacht aus Tübingen, bonne nuit. Und ich hoffe, die Ideen fliegen weiter. Und wir hören nochmal Marcel Martinez Bonifacio zu. Und ja, ob wir dann ins Bett gehen oder weiterdenken, wir werden sehen.